Ja, da geht's ja schon gut los. Ja, gut, bevor ich nicht mehr hinterherkomme, ich gehe schon mal in die Szene rein. Hallo, ihr Lieben. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. So, hallo an Cassie. Hi, Jessie. Nee, Yassi, entschuldige bitte. Hallo, Kiritoki, Brina, Juli Bella. Übrigens, vielen, vielen Dank für deinen Follow vor 43 Minuten. Ich habe das gesehen, den Inkognito. Spartan! What is your profession? Da kommt Peter aus seinem Loch gekrochen. Hallo Haruna, hallo Lily Wonder, hallo Tsushina, hallo Reni Mac, Michelle ist da, Josie ist da, Yassi habe ich eben schon vorgelesen. Hallo Tine, I'm alive, hallo, hallo, Pretty Angel, einen wunderschönen. Hallo Doro, auch an dich Michelle. Linnea, kann ich dich Lin nennen? Alles gut. Hallo Leila, hallo Isaac, hallo Pumis und Wawa und Night Shooter, auch an dich. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Ich glaube, du hast gestern gefollowt, kann das sein? Ich habe deinen Namen irgendwo gesehen. Nee, vor drei Stunden. Ja, ich sehe alles. Ich sehe alles. Du bist erst Kapitel 1. Nein, Josie, bin ich nicht. Ich fange heute mit euch zusammen nochmal von vorne an, weil wir eben noch gar nicht zusammen gespielt haben und deswegen... Für die Leute, die vielleicht noch gar nicht gespielt haben, wäre es dann halt unfair, wenn ich einfach bei Kapitel 5 anfangen würde. Hallo Melda und hallo Anna. Hallo Black Dragon. Hallo Angie. Tienchen ist ebenfalls da. Hallo Pink. Na? Oh Pink, ich weiß nicht, ob du hier heute richtig bist. Ich habe mir extra einen Wecker gestellt, Bommi Shell, das ist nicht schlecht. Tsushina hatte ich schon, Lilly hatte ich auch schon. Juli auch. Linfen, ein wunderschön. Jesslix, hallihallo. So. Valky, meine Maus. Hallo, Helen. Na? Hikamitsu, einen wunderschönen. Hallo, Alina. Ich freue mich auch schon den ganzen Tag auf den Stream. Ich mich auch. Ich weiß auch nicht, was heute noch so kommen wird. Was passieren wird. Wie gesagt, für alle, die so jetzt hier sind, wir fangen erst gegen 15:45, denke ich mal, an. Dann haben sich soweit alle ein bisschen gesammelt. Genau. Support tut nicht weh. Und auch Lurk ist ein Support. Ach, du bist so süß. Jessie, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Auch an dich. Wie weit willst du heute spielen? Ich guck mal. Also, auf jeden Fall Kapitel 1. Eventuell Kapitel 2. Aber das machen wir dann spontan aus. Black Dragon, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Ich habe dich gestern bei Vito schon gesehen. Kann das sein? Und auch Lorraine, einen wunderschönen guten Tag auch an dich. Hi! Das ist der Hammer. Ich bin schon bei Kapitel 4. Ah, okay, Alina, alles klar. Ja, ich denke mal, wir machen das jetzt Sonntag so peu à peu, dass wir jedes Mal eine neue Route spielen werden. Erstmal Wladimir durch, natürlich. Und dann Beliath. Aber ich muss natürlich wirklich noch sagen, bitte, bitte, hängt das nicht zu sehr an die große Glocke. Denn dieser Stream hier, der muss auch sofort gelöscht werden, nachdem ich hier gespielt habe. Denn wir wissen, es dürfen keine Videos online sein, es dürfen keine Lösungen präsentiert werden und deswegen, hi, das kann interessant werden. Dafür wird sogar mein Abendprogramm unterbrochen und mein Mann kümmert sich ums Baby. Oh, wie alt ist es denn, Jesslix? Erzähl mal. Ich wusste nicht, dass du streamst, hab eine Benachrichtigung bekommen. Großartig, Glocke an und dann wisst ihr, wann ich streame. Hab den Kommentar auf YouTube erst vor einer halben Stunde gelesen. Schwein gehabt. Allerdings. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Oh, schöne Überraschung. Hallo zusammen. Schön, dich zu sehen. Dich auch, Helen. Hi, Diabolics. Einen wunderschönen guten Abend auch an dich. Na, wie geht's dir? Ich freue mich mega drauf. Ja. Ich hatte so Angst, dass ich den Stream verpasse. Alles gut, Kiritoki. Du bist hier. Du bist hier. So viele Menschen. Hallo, Sarah. Ich habe mich schon drauf gefreut. Pünktlich. Ich bin immer pünktlich. Na, okay, meistens, wenn Vito mich lässt. Ich bin bei Kapitel 5, musste aber wiederholen. 6 Monate alt. Oh mein Gott, noch so ein richtiges Würmchen. Wir schweigen alle und wir wissen von nichts. Sehr gut, genau. Mir geht's wunderbar. Hallo, Rebecca. Ein wunderschön. Und hallo Julchen und Vivi LP. Hallihallo.
Du hast mir auf die Frage von gestern noch nicht geantwortet. Was hast du denn gefragt, Black Dragon? Es könnte sein, dass ich da gerade im Lurk war. Und ich das deswegen nicht mitbekommen habe, was los war. Hallo Lucy. Und hallo Flower. Oder warten wir noch 4 Minuten und fangen dann an? Ich auch, Biologie. Na gut, also was steht heute an? Wir spielen heute auf jeden Fall Moonlight Lovers. Für die Leute, die jetzt gerade neu reingekommen sind, das muss wirklich ein Geheimnis unter uns bleiben. Denn wir wissen alle, ich darf es eigentlich nicht zeigen. Ich darf nicht zeigen, wie man zu den Bildern kommt. Ich darf keine Schlüsselszenen zeigen. Ich darf eigentlich gar nichts. Es hieß auch YouTube und ähnliche Seiten. Ich weiß nicht, ob Twitch da auch zuzählt. Aber es dürfte hoffentlich kein Problem sein, wenn ich halt den Stream oder die Aufnahme vom Stream direkt nach diesem Stream hier lösche. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich es mir runterlade, also den Stream jetzt, und eventuell für später, für die Leute, die den Stream verpasst haben, einen Link schicke. What can I say except you're welcome? Halli, hallo Skippy. Hallo Franzi. Und da müssen wir halt echt mal schauen, wie wir das am besten machen. Das Praktische an Twitch, man kann dabei lernen, da halt ein bisschen Wartezeit dazwischen ist. Auch nicht schlecht. Ja, guck mal, Tine, das ist auch etwas Positives da dran, ne? Oh, das wird toll. Ich hoffe es, Julchen. Muss Lateinvokabeln lernen. Wir machen auch nicht zu lange Pommes. Also beim letzten Mal, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir über 4,5 Stunden hier im Stream hocken. Niemals. Bis auf Kapitel 5 habe ich alle Bilder bekommen. Da mache ich ein Replay. Ich bin gespannt. Also ich habe auch in Kapitel 1 bis 4 die Bilder bekommen. Kapitel 5 hatte ich noch nicht durchgespielt. Aber wir gucken mal. Ich schweige wie ein Grab. Sehr gut, Flower. Ehrensache. Wie? Ich bin nicht zu spät. Ich bin noch da. Wir machen heute keine Song-Request, Josie. Wir machen auch gleich Spotify aus und dann lassen wir wirklich das Spiel an sich. Ja, versprochen, kommt nie raus. Ich hoffe es. Wir sind hier voll kriminell, Leute. Richtig kriminell. Und da wir heute in eine Vampirvilla gehen, habe ich mir ein Abendkleid angezogen. Bin irgendwie auch nicht mehr ganz dicht, aber ja. Ich schweige auch, kommentiere ja wirklich selten. Sehr gut geht's, wie. Ein Luca-Baum! Ein Luca-Baum folgt nur den Schnabeltieren. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank für deinen Follow und auch an Evelyn! Einen wunderschönen guten Abend an euch. Hallo, Rachel. Es bleibt unter uns. Wenn das funktioniert, willst du dann auch so ähnliche Spiele hier spielen? Ich bin am Überlegen, ja. Also auch wenn ihr irgendwelche Ideen habt, immer raus damit. Ich warte die ganze Zeit, dass die Ethan-Route rauskommt. Aber ich denke mal, dass die Ethan-Route erst rauskommt, wenn Beliat und Wladimir abgeschlossen sind. Oder sind sie schon angekündigt? Ich habe da jetzt nämlich noch nichts gesehen. Zum Glück spielt sie die Wladimir-Route. Den anderen finde ich so unangenehm. Aber wir werden ihn trotzdem spielen. Wir werden alle Routen hier spielen. Wenn nichts rauskommt und Move uns hier jetzt nicht anmacht. Ivan! Vielen, vielen Dank für deinen Resub im sechsten Monat. 6 Monate schon. Unglaublich. Noch 3 zum Twitch-Baby, Süße. Noch 3. Hübsch, hübsch das Kleidchen. Oh ja, oh ja. Soll ich mal ausstehen? Auf Raphael warte ich auch auf jeden Fall. Wladimir kommt kommende Woche das nächste Kapitel. Sehr gut. Oh ja, bei Beliat bekam ich Aggressionen. Ich am Anfang bei Wladimir auch. Ich denke, ihr werdet es gleich sehen, was ich meine. Aber dann schauen wir mal. Ich will gerne Aaron und Ivan spielen, wenn sie raus sind. Okay. Wurde heute auf Insta angekündigt. Ah, okay, alles klar, Finea. Welche Routen gibt es denn alle? Momentan gibt es nur die Wladimir und die Beliat-Route. Moment. Das wären diese beiden. Also das hier ist Beliat. Beliat ist eher so der Frauenheld. Und das ist Wladimir. Wladimir ist eher so altes Frauenbild. Das, was ich bisher von ihm mitbekommen habe. Er ist sehr, sehr streng. Er beharrt auf seine Meinung. Und ja, er ist halt mehr so ein Gentleman aus der alten Zeit.
Ah, was heißt Gentleman? Ne? Altes Frauenbild und Gentleman, das passt nun nicht ganz zusammen, aber ihr werdet es gleich sehen. Ihr werdet es sehen. Ivan reizt mich ehrlich gesagt nicht so sehr, weil Ivan ist... Der wird schwierig. Der wird schwierig. Aaron mag ich sehr, sehr gerne. So. Erst wenn Vlad und Nervensäge fertig sind, dann kommen die nächsten zwei. Ja, das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Beliat ist echt nichts für schwache Nerven. Hallo Isomir! Das heißt, ich werde mich ordentlich ärgern bei Beliat, weil ich bin ja generell so ein bisschen bei so Frauenhelden so... Ah, hey, Schnitte, Bock auf Füllung, da habe ich keine Lust drauf. Da bin ich echt immer so... Weg mit dir. Hallo Akaya! Ich mag Wladimir, aber eigentlich mag ich am liebsten seine Kleidung. Seine Kleidung ist der Hammer. Aka Vanille und Schokopudding, ne? Genau, richtig. Also ich werde vielleicht auch zwischendurch mal Beliat spielen, wenn ich gerade mal auf Wladimir keine Lust habe. Oder wir machen erst Wladimir zu Ende und fangen dann Beliat an, damit wir es halt komplett haben. Und hallo Jacke! Ulala, Valky, da muss ich mich ja auch noch schick anziehen, oder? Ich meine, wenn du... Ey, Senti... Ne, für dich immer. Aber das Ding hier ist wirklich, das ist hauteng, das Ding. Da kannst du auch fast keine Unterwäsche anziehen. Ach komm, ich zeige euch das mal kurz, weil das ist eins meiner Lieblingskleider. Das ziehe ich irrsinnig gerne an. Also es ist natürlich auch sehr, sehr hautbetont, ne? Aber ich finde es ganz lustig gemacht, so mit dem Schwarzen. Und hinten ist auch sehr hübsch. Da. Glitzer macht das Leben schöner. Uff. Es lädt bei dir andauernd. Und nie, woran liegt das denn? Bei Beliat schlägt man sich die Kopf an den... Ah ja, komm, aber wir spielen ja eh jetzt erstmal Wladimir. Der Stil von Wladimir hat etwas von Lysander. Finde ich auch. Das sieht geil aus, oder? Ich liebe dieses Kleid. Ich liebe dieses Kleid. Habe ich mir damals geholt, um zum Königsball zu gehen. Dankeschön. Wir haben ja halt so einen geilen Kleiderladen in der Nähe. Der hat ganz, ganz viele reduzierte Stücke. Und da sind richtig Designersachen auch mit dabei. Ich glaube, das habe ich damals irgendwie für 70 Euro gekauft oder so. Schnelle Bockauffüllung. Lachflash hoch 10. Ja, ist doch so. Genau. Das habe ich von so einem Laden hier in der Nähe. Die haben einiges auch selbst gemacht. Dankeschön. Das Rückenteil ist super. Vor allem, es glitzert halt so toll. Ich weiß gar nicht, ob man das so in der Kamera auch sehen kann. Weil es ist halt... Glitzer! Glitzer macht das Leben schöner. Wie Nussloch mit den Handtaschen. Ich bin auch immer unsicher, in was für eine Richtung der Stream heute gehen wird. Skippy, es geht in Richtung Otome-Stream. Wir spielen heute die Wladimir-Route. Ich glaube, wir können jetzt auch langsam mal anfangen. Die Musik ist cool. Das ist Kiss and Dynamite. Die sind super. Player Tasche ein. Wunderschön. Sieht sehr hübsch aus. Oh, Dankeschön. Okay, Skippy, ganz kurz für dich. Wir haben auf unserem YouTube-Kanal schon das Intro gespielt. Wir sind ein Waisenkind, das beide Eltern verloren hat. Aber wir haben jetzt herausgefunden, dass uns unsere Eltern ein Gutshaus vermacht haben. Also sind wir dann zu diesem Gutshaus hin, aber es sind sehr, sehr viele unbekannte Männer in diesem Gutshaus gewesen. Und wir sind sozusagen am Ende des Intros in den Tod gestürzt und ja, jetzt beginnt Kapitel 1. Also wer weiß, was passiert. Ich habe schon 4 Kapitel gespielt und dann schauen wir mal. Achtung, Valky will uns verführen. Immer, Layla, immer. Hallöchen, bin jetzt auch schon angekommen. Hallo, Nuk Nuk Piu. Ich stehe auf deinen Namen, ehrlich, immer noch. Ist es strange, dass ich das auch als Mann mitgucke? Ich habe tatsächlich schon einige Nachrichten gehört von Zuschauerinnen, die sagen, ihr Mann guckt mit zu. Also, kannst du gerne machen. Ich bin halt das erste Mal dabei, dann herzlich willkommen, Akaya. Ich denke mal, dass sich hier auch alle sehr, sehr herzlich willkommen heißen. Im Chat kann man sich immer wunderbar austauschen. Da sind ganz coole Leute mit drin. Ach, mein Laptop will nicht. Jetzt keine Hausaufgaben. Und Sayu Yoshida 98, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen auch an dich.
Wir sind 100 Personen, sind wir? Oh gosh. Ey, können wir anfangen? Ich werde langsam ungeduldig. Ist ja gut. Mehl, kann man den Stream auch nachschauen oder kannst du den nicht on lassen wegen der Richtlinien? Das ist es nämlich. Ich kann ihn nicht online lassen. Ich muss eigentlich das Ding hier komplett danach löschen oder aber wir machen eine geheime Vereinbarung, dass wir diesen Stream, beziehungsweise dass ich diesen Stream hiernach direkt runterlade, hochlade auf YouTube, allerdings auf privat schalte und ich dann auf Anfrage Links ausgebe. Dass die Leute sich das dann halt im Nachhinein mit dem Link, der geheim ist, anschauen können. Ah, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ist der coolste, deswegen hat er auch eine 1 vor dem Namen. Ist klar. Gut, wir fangen jetzt mal an. Obwohl ich es selbst gespielt habe, bin ich voll gespannt darauf, was du antwortest. Okay. Also, erstmal Spotify aus. Denn Kiss and Dynamite passt ja nicht wirklich hierzu. Und es ist auch tatsächlich komplett unterlegt mit Musik hier. Wladimir, yay! Wo kann man dich denn nach dem Link fragen? Ich bin am Überlegen, vielleicht mache ich es auf Discord. Wartet mal. Ich gebe euch mal hier ganz kurz Discord. Da könnt ihr reingehen und vielleicht richten wir eine Moonlight Lovers Seite ein, dass ich dann immer den Link da rein poste von den Streams, die wir hatten. Hauptsache, du bekommst keinen Ärger mit B-Move. Das hoffe ich nämlich auch. Hallo, Shimara. Immer noch Single. Wie lange wird der Stream gehen? So lange, bis wir Kapitel 1 oder eben Kapitel 2 eventuell auch durchgespielt haben. So. Und dann fangen wir mal an. Wir sind durch das Fenster gestürzt, doch das, was passierte dann? Eigentlich waren wir ja schon tot. Es wurde alles schwarz um uns herum und nun... Erst jetzt angefangen oder bin ich zu spät gekommen? Wir fangen jetzt gerade an. Oh Gott, mir tut alles weh. Ich fühle mich, als wäre ich von einem Zug überrollt worden. Und was mache ich überhaupt auf dem Boden? Habe ich geträumt oder... Ich werde wohl kaum versucht haben, die Bequemlichkeit des Fußbodens zu testen. Ich fange langsam an, mich zu erinnern. Was, wenn ich gar nicht geträumt habe? Nein. Das erscheint mir vollkommen unrealistisch. Ich frage mich wirklich, wie ich hier gelandet bin. Vielleicht sollte ich erst einmal nachsehen, ob ich allein hier bin. Mir ist egal, wenn es riskant ist, ich muss Gewissheit haben. Und wenn da tatsächlich jemand ist, willst du dann wirklich, dass er auftaucht, du kleines Dummerchen? Bist du etwa auf den Kopf gefallen? A oder B, ihr entscheidet wieder. Und es gibt insgesamt in dieser Route 3 verschiedene Enden. Es gibt ein gutes Ende, ein schlechtes und ja, ein neutrales. Jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir eher auf das Gute oder gehen wir eher auf das Schlechte? Die meisten sagen tatsächlich ja. Komm, wir gucken einfach mal. No risk, no fun. Oh ja. Großartig. Ihr seid euch recht einig. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Niemand da, wie es aussieht. Naja, jedenfalls wirkt es ziemlich verlassen hier. Es herrscht eine Totenstille. Dann sehe ich mich lieber mal ein bisschen um. Autsch! Ah, das tut weh. Aber es geht schon, glaube ich. Auch wenn ich immer noch nicht verstehe, wie ich eigentlich hierher gekommen bin. Ich habe das Gefühl, diesen großen, blonden Jungen erneut auf mich zustürzen zu sehen. Und dann... Oh, Moment mal. Die Flucht, der Dachboden, der junge Mann, der in der Ecke kauerte. Mich angreift. Und die Scheibe. Gott. Bin ich wirklich durch eine Scheibe geflogen? Ich habe erneut vor Augen, wie das Glas zerspringt und die Scherben um mich fliegen. Wie hätte ich mir das ausdenken können, wo ich mich doch an so viele Details erinnere? Wie auch immer. Ich bin müde, ich habe Schmerzen... Und außerdem muss ich mich sowieso ausruhen. Und das, wenn möglich, nicht gerade auf dem harten Fußboden. Ich erinnere mich an ein schönes Zimmer im ersten Stock. Fangen wir mal damit an. Oder soll ich lieber erst das Erdgeschoss ein wenig erkunden? Ein bisschen Hunger hätte ich ja schon. In den ersten Stock oder das Erdgeschoss erkunden, denn wir haben Hunger! Was tun wir? 1 oder 2? B, A, A, B, 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 A, B, 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 B. Leute, das ist relativ ausgeglichen. Ne, jetzt kommen die ganzen A's.
Ich fühle mich wie bei Pretty Little Liars gerade. A, 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 B, 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 B. B. A, B, B, A. Gott, Leute, das ist echt zu ausgeglichen hier. Jetzt kommen die ganzen Bs rein. Das müsste man halt echt mal auszählen, ne? Aber ich glaube, das waren einige A's. Du müsstest dein Chat-Overlay verschieben, sonst ist er im Bild. Ja, das macht ja nicht so viel, oder? Oder stört euch das? Soll ich das hier so ein bisschen rüberschieben? Ups. Also kann man den nicht lesen. Mach mal ein bisschen. So. Roryu, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Bi, 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 bi. Okay, doch, jetzt kommen noch einige Bs dazu. Dann nehmen wir mal das Erdgeschoss. Ne? Wir arbeiten uns dann von unten nach oben. Machen wir so. Ich hatte nicht wirklich Zeit, mir das Erdgeschoss richtig anzusehen und außerdem würde ich gerne etwas essen. Ich werde erst was zu essen suchen und dann nach oben gehen. Wo fange ich am besten an? In der Bibliothek findest du bestimmt nichts. Diesen Raum kenne ich doch irgendwoher. Ist euch eigentlich die Musik zu laut? Soll ich die ein bisschen leiser machen oder geht das so? Ja, genau. Hier habe ich mich doch vorhin versteckt, bevor der Typ mit den langen Haaren die Tür aufgebrochen hat. Okay, alles klar, es passt. Ich hatte ja noch so meine Zweifel, aber ich erinnere mich zu genau an diese Ereignisse, als dass sie meiner Fantasie entsprungen sein könnten. Hier muss noch jemand sein. Ich sollte besser wachsam bleiben. Ich werde mal sehen, ob ich etwas in den Bücherregalen finde, oder? Vielleicht finde ich irgendetwas in den Möbeln. Heißt, wir nehmen uns jetzt so ein Taschenmesser und reißen die ganze Polsterung von den Stühlen auf und... Ah? Obwohl, hier, guck mal. Das ist ja so ein kleiner Sekretär, da könnte natürlich auch was drin sein. A. 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 Einzelne Bs. A. 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 B. A. A. Die meisten sind für A. Alles klar, nehmen wir A. Ah, ich wusste doch, dass hier Bücher mit einem eigenartigen Alphabet waren. Ich frage mich, ob Papa und Mama sie lesen konnten. In diesem Zimmer muss es viele Hinweise auf das Leben meiner Eltern geben. Ich werde ein andermal wiederkommen. Okay. Hallo, eigentlich haben wir doch Hunger. Wollten wir jetzt nicht eigentlich hier in die Küche gehen? Da geht's doch eigentlich zur Küche. Ach nee, guck mal. Diese Tür habe ich noch nicht versucht. Mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Wow. Das ist mal was. Dieses Zimmer ist ja unglaublich. Wahnsinn, dass Mama und Papa so viele antike Möbelstücke ansammeln konnten. Aber es ist irgendwie auch logisch, dass sie als Historiker Möbel mit Geschichte bevorzugten. Wie sie bevorzuge ich die Orte der Vergangenheit. Ich fühle mich eher in der modernen Welt zu Hause. Lang keine Zeit für Twitch gehabt, hoff wieder auf zu so schauen zu können. Viel Spaß, Alan Hutenhart. Der Dani, vielen, vielen Dank für dein Twitch Prime Sub und herzlich willkommen im zweiten Monat. Vielen, vielen Dank. Und weiterhin viel Spaß mit den Schnabeltieren. Die meisten sind auch hier für A. Steht das Ding auf Englisch? Ja. Es steht auf Englisch. Ich wäre tatsächlich auch für A, denn wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass wir Wladimir daten wollen. Und Wladimir lebt ja eher in der Vergangenheit. Und deswegen so viele A's. Ja, echt wie bei Pretty Little Liars hier. Da habe ich mich einfach schon immer wohler gefühlt. Ich hätte so gerne andere Epochen kennengelernt, andere Kulturen. Die moderne Welt wirkt im Vergleich dazu fast langweilig. Jedenfalls ist es schön, ein wenig Licht und Platz zu haben. Das ist der größte Raum, den ich bis jetzt im Angelwesen gesehen habe. Es muss wunderbar sein, hier im Winter zu lesen. Schade, dass es Nacht ist und ich mir den Garten nicht ansehen kann. Das erinnert mich an... vorhin. Na gut, ich habe keine große Lust, mir diese düstere Szene in Erinnerung zu rufen. Ich sehe mich lieber weiter um. Mal sehen, was mich noch so erwartet. Das ist so gemütlich. Ich liebe Kamine. Oh, hier ist es ja sogar noch besser. Der Raum wirkt wirklich gemütlich. Da ist ja ein Kamin. Dabei fällt mir auf, dass ich bis jetzt noch gar keinen Heizkörper gesehen habe.
Das mit dem Heizen funktioniert hier bestimmt auf die altmodische Art. Ich werde wohl lernen müssen, Feuer zu machen. Und am besten ohne dabei das ganze Haus abzufackeln. Das wäre sicherlich auch gut. Die Türe? Hallo Schokokeks, na? Das ist so ein schöner Raum einfach. Auch mit dem Grammophon da eben noch. Na endlich, die Küche. Na sowas. Sie scheint sehr viel verwahrloster zu sein als der Rest des Anwesens. Alles ist mit Staub bedeckt. Wirklich eigenartig. Und ich dachte schon, das Anwesen sei gut instand gehalten worden. Es ist komisch, dass sich keiner um die Küche gekümmert hat. Meine Hoffnung, etwas Essbares zu finden, schwinden. Die Schränke sind ja fast alle leer. Das darf doch nicht wahr sein. Ich werde wohl in die Stadt zurückfahren müssen, um alles Nötige einzukaufen. Tja, Pech gehabt. Ich werde mich morgen darum kümmern. Heute Abend bin ich wirklich zu müde dafür. Ich will einfach nur in ein Bett. Also, auf nach oben. So, damit haben wir uns hier jetzt alles angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob man in den Garten gehen kann. Doch, kann man, aber keine Gesprächsoption. Also gucken wir uns jetzt mal das erste OG an, das wir ja auch schon kennen aus dem Intro. Alles hier ist mir so vertraut. Die Einrichtung, die Dunkelheit und auch diese beklemmende Angst. Ich fühle mich unwohl. Ich hoffe, dass es mir morgen früh besser gehen wird. Ich glaube, das Zimmer war auf dieser Seite. Es ist mein einziger Orientierungspunkt in diesem heillosen Durcheinander. Ich fürchte mich davor, den Rest des Stockwerks zu erkunden, jetzt wo ich mich an alles erinnern kann. Was soll ich nur tun? Bin ich etwa in Gefahr? Ich kann mich noch so gut an die Stimmen all dieser Männer erinnern, vor allem an die des großen Blonden. Ich weiß nicht, ob er mich gehasst oder wirklich versucht hat, mir zu helfen, selbst wenn er mir angeboten hat, mich zu retten. Und dieser Schmerz erst. Ich dachte immer, im Traum spürt man nichts. Und trotzdem erinnere ich mich genau an das Zerspringen des Glases, den Duft der Blumen und den Moment, in dem er sich über mich gebeugt hat. Ich habe sogar das Gefühl, den Duft der Blumen erneut zu riechen. Aber wie kann das sein? Der Garten ist viel zu weit weg. Er ruft vor allem negative Erinnerungen in mir wach. Auch wenn die Blumen irgendwie schön waren, fast so wie mein Retter. Es ist irre, wie ich mich an jedes Detail erinnere. Es wirkte alles so... In dem Moment, in dem ich real hinzufügen wollte, erregte plötzlich etwas meine Aufmerksamkeit. Ich hatte mich kaum umgedreht, da wurde ich auch schon abrupt in die Realität zurückgeholt. Vor mir stand ein Mann, der eindeutig real war. Er war blond und groß. Die exakte Kopie meines Retters. Genauso, wie ich ihn in meinen Träumen gesehen hatte. Augenblicklich kam meine Erinnerung sowie meine Angst vor dem Mann, der mich verfolgt hatte, zurück und die Panik ließ mich instinktiv zurückweichen. Doch hinter mir lag nur die Treppe und inmitten meiner aufkommenden Panik floh ich in das große Unbekannte. Um Himmels Willen! Kaum hatte ich erfolglos jemandes Arme abgewehrt, schloss ich auch schon eine Hand fest um mein Handgelenk. Ich taumelte nach vorne und kam knallhart auf den Boden auf, die Nase in den Teppich vergraben, der mir mein Gesicht unangenehm aufgerieben hatte. Verstört wie ich war, gelang es mir nicht einmal, mich aufzurichten, bevor der Mann mich erneut fasste und so brutal auf die Beine stellte, dass ich meine Schockiertheit nicht verbergen konnte. Um Himmels Willen! Werde ich denn von nun an meine ganze Zeit darauf vergeuden müssen, sicherzustellen, dass euer erbärmliches Gerippe nicht durch das Treppenhaus fliegt? Welches Wunder hat euch nur vor dem Tod bewahrt? Wer sind Sie und was machen Sie hier? Lassen Sie mich gefälligst los! Oder? Sein Blick jagt mir eine solche Angst ein, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Das muss wehgetan haben! Eieiei. A, A, B, A, B, 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 B. A, A, B, A, B, B. Mehr A's als B's. Okay, wir wollen jetzt also... A, A, A. Die meisten sagen tatsächlich A. Ich glaube, ich persönlich wäre auch stumm geblieben. Einfach, weil es ist unser Haus und plötzlich steht da jemand vor dir. Ich glaube, ich wäre so in Schockstarre, dass ich gar nicht wüsste, was ich ihm sagen soll oder so.
Stop, don't touch me there. This is my now. you touched my tralala. Entschuldigung, nein. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Lassen Sie mich gefälligst los. Die meisten sagen A, deswegen nehmen wir auch A. Unser Bund erschöpft mich jetzt schon. Ich hätte Beliard euch retten lassen sollen. Eure Ausdrucksweise harmoniert eindeutig besser mit der seinen. Mich gerettet? Aber es war real. All das war real? Was haben Sie mit mir gemacht? Was ist passiert? Was soll das heißen, real? Natürlich war euer alberner Fluchtversuch real. Zum Leidwesen von uns allen. Jetzt sind wir dazu verdammt, uns mit euch herumzuschlagen und euch hier zu behalten. Nee, hab ich nicht. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie es geht zu China. Mich hier behalten? Ich bin doch nicht ihre Gefangene. Ach, wirklich? Ob es euch gefällt oder nicht, ihr werdet wohl leider hier bleiben müssen. Und denkt nicht einmal daran, euch vom Anwesen zu entfernen. Wir werden wohl gezwungen sein, miteinander zu leben. Und das nach meinen Regeln. Gefangene dieses eiskalten, engstirnigen und aggressiven Typen? Auf keinen Fall. Der kann ruhig weiterträumen. Ich muss weg von hier. Die einzigen Regeln, die hier gelten, sind die meinen. Und ich werde mich nie wieder von irgendjemandem einsperren lassen. Oder B. Welches Interesse haben Sie denn bitte daran, mich hier zu behalten, wo Sie mich doch so unerträglich finden? Was habe ich Ihnen überhaupt getan? Und hallo La Luna. Da wäre ich ebenfalls für B und die Mehrheit, ich sehe schon, B, 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 B. Ganz viel B. Also nehmen wir auch B. Womit soll ich anfangen? Am besten mit der vielen Zeit, die ich damit vergeudet habe, euch nachzulaufen. Glaubt ihr etwa, ich habe nichts Besseres zu tun? Wie ich es mir bereits gedacht hatte, war zu abgelenkt, um eine plötzliche Flucht in Betracht zu ziehen und hatte, ohne es zu bemerken, seine Hand von meinem Arm genommen. Mehr hatte es nicht gebraucht. Ein fester Schulterstoß reichte aus und schon lief ich wieder blitz die Treppe hinunter, ohne mich auch nur umzusehen. Geradeaus auf die Eingangshalle zu, in Richtung Freiheit. Nemra, vielen, vielen Dank für dein Follow. Ich kann den Anfang nicht aussprechen. Entschindling? Ich sag einfach Nemra. Vielen, vielen Dank dafür. Was zum... Kommt zurück! Er tut mir ja schon ein bisschen leid, ne? So, wir gucken uns das Badezimmer an. Das Badezimmer ist auch sehr, sehr schön. Ich hatte die Eingangshalle so schnell durchquert, dass ich ihre Konturen nur flüchtig und vage wahrgenommen hatte. Und dann dämmerte es mir plötzlich. Die Tür war ja noch immer verriegelt. Oh, ich weiß! Ich kann durch die Fenstertüren in der Küche fliehen. Sie gehen in den Garten hinaus. Schnell! Also ab in die Küche. Bingo. Ich erinnere mich gut an diese großen Fenster. Hoffentlich sind sie nicht verschlossen. Ich ignorierte den Staub, den ich im Vorbeilaufen aufgewirbelt hatte. Als ich bei den Fenstern angekommen war, umfasste ich die Messinggriffe, die bereits ziemlich dunkel geworden waren, und drehte sie mit einem Ruck zur Seite. Mit einem unheimlichen Knarzen, das jedoch wie Musik in meinen Ohren klang, schlugen die Türen auf. Ein Windstoß fuhr durch meine Haare. Und ich war draußen. Ich sah weiter weg etwas, das ein Garten zu sein schien, und noch weiter hinten den Wald, durch den ich gekommen war. Meine Freiheit war zum Greifen nahe und ich lief durch die Wiese, während Schritte in der Eingangshalle wieder klangen. Mein Verfolger war mir dicht auf den Fersen. Ich durchstreifte die Wiese eine gefühlte Ewigkeit lang. Die Angst, meine brennenden Lungen und die Kälte der Nacht, die mir beim Rennen auf die nackten Arme und ins Gesicht peitschte, all diese Dinge verliehen mir das Gefühl, dass mich im nächsten Augenblick erneut der grobe Handgriff des Mannes packen würde, um mich auf das Anwesen zurückzuzerren. Völlig außer Atem erreichte ich ein Tor, das mir vielversprechend erschien. Der Gedanke, ein Hindernis zwischen mich und meinen Verfolger zu bringen, missfiel mir ganz und gar nicht. Und ich würde mir mehr wertvolle Zeit erschaffen. Ohne zu zögern, lief ich durch das Tor, welches sich hinter mir schloss, und setzte meinen Weg fort. Auf der anderen Seite des Tores wurde ich von einem luxuriösen Garten empfangen, dessen Schönheit mich trotz der heiklen Lage vollkommen aus der Fassung brachte. Er war das Schönste, was ich seit meiner Ankunft in dieser düsteren Gegend gesehen hatte. Fast so schön wie der Follow von Lily Wonder. Danke dafür. Unwillkürlich überkam mich ein Gefühl des Friedens.
Wie sehr hätte ich es unter anderen Umständen genossen, hier einen Moment zu verweilen und diesen Ort zu bewundern. Und Nanashi, vielen, vielen Dank auch dir für dein Follow. Doch die immer näher kommenden Schritte, die schon von weitem zu hören waren, erinnerten mich an meine gegenwärtige Situation und meine Beine setzten sich erneut in Bewegung. Ich musste einen Weg durch den Wald finden. Plötzlich wurde ich von einem heftigen Ruck erschüttert. Als wäre ich gegen eine unsichtbare Mauer gerannt, schnellte ich nach hinten zurück wie eine Kugel, die an einer Mauer abprallt und brach vollkommen kraftlos auf dem Boden zusammen. Was zum... Was ist passiert? Was passiert mit mir? Ich kann nicht mehr aufstehen. Oh nein, das erinnert mich an... Ich bin durch die Scheibe geflogen. Das war genau hier. Ich erinnere mich an die Blumen. Ich erkenne all das wieder. Und seine Schritte kommen näher. Was wird mit mir passieren? Warum kann ich mich nur nicht bewegen? Eine phantomartige Erscheinung stand inmitten des luxuriösen Gartens und zu meiner großen Ernüchterung musste ich feststellen, dass es mein Verfolger war, der nun hinter den Bäumen hervortrat und sich mir ruhigen Schrittes näherte. Noch nie hatte ich jemanden so voller Verzweiflung gesehen und meine Furcht stieg genauso rasant an wie meine Wut. Mein Fluchtversuch war gescheitert und ich wusste noch nicht einmal warum. Ich hatte schon schwierigere Kandidaten als euch. Auf die Beine. Los. Ich kann mich wieder bewegen, aber wie? Was haben Sie mit mir gemacht? Was ist passiert? Antworten Sie mir gefälligst. Ich bin mir sicher, dass er etwas damit zu tun hat, aber was hat er mit mir gemacht? Hat das etwas mit meiner Rettung zu tun? Ja, genau. Ich glaube auch, ich würde ihn jetzt nicht ankeifen, sondern ich würde auch B nehmen. Und ihr seid mir da auch alle einig. Sehr schön. Hallo Doro, wo ich dich gerade sehe. Ja, gut, das ist mehr als nur eindeutig. Während ich mich aufrichtete, beobachtete der Mann mich mit zusammengezogenen Augenbrauen, als ob er damit rechnete, dass ich ihn gleich anbrüllen würde. Aber es schien mir vernünftiger, Schweigen zu wahren und ihn sprechen zu lassen. Was würde es mir schon bringen, mich aufzuregen? Genau das war es, was er wollte. Und diesen Gefallen wollte ich ihm bei bestem Willen nicht tun. Ein paar Dinge sollten wir am besten gleich mal klarstellen. Zunächst einmal ist es das letzte Mal, dass ich euch ins Gutshaus zurückschleife. Wenn ihr noch einmal die Lust verspüren solltet, die Länge der Leine auszutesten, könnt ihr das gerne tun. Aber es wird immer das gleiche Ende für euch nehmen. Wie jetzt? Aber wovon? Ruhe. Ich stehe irgendwie auf ihn. Ich weiß es nicht. Ich mag diese harsche Art. Ist das verrückt? Unfassbar. Wie kann man nur so unausstehlich sein? Und glaubt mir, es bereitet mir großes Vergnügen, euch stundenlang über den kalten Fußboden zu schleifen. Ich finde ihn so gut einfach. Außerdem rate ich euch davon ab, einen erneuten Fluchtversuch zu wagen. Ihr habt ja jetzt bereits einen Vorgeschmack auf die Konsequenzen bekommen. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt noch ein letztes Mal. Wer sind... Seid ihr? Was läuft hier ab? Hört zu. Wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr keine Lust zu gehen. Soll mir recht sein. Ganz eindeutig wollt ihr ebenso wenig wie ich, dass ich hier bleibe? Warum versucht ihr also, mich mit euren Geschichten zu ängstigen? A, B oder C? Ich bin tatsächlich entweder für B oder C. Irgendwie ist er mir etwas unsympathisch. Ist das so? Oh, vielen, vielen Dank, Mimra. Gibt's einen Charakter in ihre eigene Stimme und das ist mega cool. Dankeschön. Ich gebe mir Mühe. Ja, er ist charmant, ne? Er ist ein Arsch, aber irgendwie, weiß ich nicht, er hat so eine ganz besondere Art. Natürlich, er ist jetzt kalt. Er sieht uns eher so als nerviges Pickelchen an seinem Hintern. Aber das wird sich noch ändern.
C, B, C, 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 B, C, C, C. Das sieht mehr nach C aus als nach B. Also nehme ich eher C. So. Könntet ihr mir freundlicherweise erklären, wo das Problem liegt? Man glaubt es kaum. Ihr seid also doch in der Lage, ruhig und ohne Gebrüll zu antworten. Aber was ich will oder nicht, tut leider nichts zur Sache. Wir sind dazu verdammt, miteinander zu leben, ob es euch nun gefällt oder nicht. Wie bitte? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr da redet, mein Gott. Ich hasse es, wie er mich ansieht. Was ist sein Problem? Naja, du klebst jetzt ein Leben lang an seinem Hintern? Habt ihr es etwa schon vergessen? Ihr könnt nicht gehen. Ich habe eure erbärmliche Haut gerettet und das macht euch zu meiner Blutmagd. Vergesst eure Fluchtversuche. Von nun an ist das hier eure Welt. Und ihr Zentrum bin ich. Was? Was erzählt ihr da? Seht mich an! Ich lebe! Ich bin keine Blutmagd? Ich weiß nicht einmal, was das sein soll. Ihr seid deshalb am Leben, weil wir keine andere Wahl hatten. Doch von nun an seid ihr an mich gebunden. Merkt euch das. Nicht, dass ich mich darüber freuen würde, aber damit werden wir jetzt leider leben müssen. Könntet ihr mir dann vielleicht bitte sagen, wer ihr seid? Bis auf einen unausstehlichen Tyrann, wo ihr doch so entschlossen seid, mich bei euch zu behalten? Ah, ich sehe schon. Du magst es nicht, wenn man dir Paroli bietet. Aber das wird dich eines Besseren belehren. Werde ich wirklich gezwungen sein, bei ihm zu bleiben? Stecke ich wirklich hier fest? Endet euer Geschwafel denn nie? Na gut, dann bringen wir es eben hinter uns. Ich heiße Wladimir. Ihr müsst nicht gleich so giftig sein. Ich habe schon verstanden, was ihr von mir haltet. Sehr schön, damit können wir vielleicht früher anfangen, oder? Eigenartiger Name. Wobei es gut zu seinem Kleidungsstil passt. Irgendetwas war von Anfang an komisch an ihm. A, B oder C? B, 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 B. B, 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 B. Ach, was nicht zu danken. Ich schaue deine Videos schon seit Jahren, aber auf Twitch bin ich zum ersten Mal. Dann herzlich willkommen und ich hoffe, du wirst hier gut aufgenommen. Die meisten, also ich sag immer, nee, nicht die meisten, alle hier. Die sind super lieb. Deswegen wirst du, denke ich mal, auch wunderbar aufgenommen werden. Alle sagen B. Ich heiße jedenfalls Valkyria. Und ihr braucht nicht so missbilligend zu sein. Das bringt uns auch nicht weiter. Es gibt für eine Liste ein erstes Mal. Genau. Ah, habe ich da etwa einen wunden Punkt erwischt? Nach all den Bemerkungen, die er zu meinen Manieren gemacht hat, gefällt es ihm sicher nicht, dass ich ihn tadle. Für jemanden, der sich nicht um mich schert, scheint er ja ziemlich entschlossen zu sein, mich hier zu behalten. Wenn ich könnte, würde ich euch augenblicklich vor die Tür setzen, glaubt mir. Oh, er wirkt plötzlich so leidenschaftlich. Bis jetzt war er immer so kühl mir gegenüber. Verstecken sich also vielleicht doch Gefühle hinter dieser eisernen Fassade? Aber im Grunde genommen, was soll ich eurer Meinung denn dagegen machen, dass ihr hier wohnt? Woher wollt ihr wissen, dass ich nicht auf dumme Gedanken komme? Aha. Seinem Gesichtsausdruck zu urteilen, ist es also mehr als nur die Angst vor der Polizei, hä? Huh? Uns bei den Behörden melden zum Beispiel? Woher soll ich wissen, dass ihr überhaupt die Besitzer des Anwesens seid? Ich bin hier doch der Eindringling, oder? Ich habe also im Grunde genommen gar nicht das Recht, hier zu sein, wie ihr wisst. Arrogant, aber nicht besonders clever, wie? Ihr habt einen Brief bei eurem Sturz verloren. Ich habe ihn aufbewahrt, damit er nicht verloren geht. Ach ja, und wann wolltet ihr ihn mir zurückgeben? Und das soll ich euch glauben? Ihr habt meinen Brief gelesen. A oder B? B, B, A? Mhm. A, A, B, A, B, B, A, B, 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 B. Jo, ich glaube, das ist relativ eindeutig.
Für jemanden, der mich von Anfang an als unhöflich und widerspenstig bezeichnet hat, ist das wirklich ein starkes Stück. Und zwischen zwei eurer Beleidigungen hättet ihr ihn mir ruhig geben oder mich vielleicht auch einfach mal fragen können, wie es mir geht? Das war überflüssig. Ich wusste ganz genau, dass es euch gut geht. Ich weiß, wie man eine Verwandlung durchführt. Und jetzt nehmt endlich euren Brief. Puh. Ich bin erleichtert, dass ich ihn endlich zurück habe. Er hat es wirklich eilig, ihn mir zurückzugeben. Als würde der Brief in Flammen stehen. Ich glaube, das Wichtigste habt ihr bereits gesehen. Von nun an ist das hier euer Zuhause und ich rate euch daher, euch allmählich einzurichten. Im ersten Stock ist noch ein freies Zimmer. Damit müsst ihr euch begnügen. Das rosa Zimmer? Eher. Ich denke, ich sollte nicht überrascht sein, dass ihr bereits überall herumgeschnüffelt habt. Was soll das heißen, herumgeschnüffelt? Ich wohne hier. Ich glaube, dass ihr so sehr entschlossen seid, mich zu hassen, dass ihr vergesst, dass dieses Anwesen mir gehört. A oder B? B? Oh Gott, Rosa. Ja. Allerdings, ich glaube auch nicht, dass ich unbedingt in dem rosa Zimmer leben würde. Aber das ist mehr als nur eindeutig. Wir nehmen B. Da ist es doch normal, dass ich ein wenig erkunde, oder? Vielleicht. Trotzdem, jeder hat hier seinen eigenen Raum. Ihr werdet schon noch sehen, dass ihr in den anderen Zimmern nicht erwünscht seid. Das ist schon ein bisschen heftig, wenn man sich den Zutritt zu Zimmern in seinem eigenen Haus verbieten lassen muss. Aber gut, ich habe nun auch wieder keine Lust, auf einen dieser Typen in einem Nachthemd zu stoßen. Ja, wenn sie überhaupt Nachthemden tragen, ne? Ist ja auch immer noch so eine Frage. Rosa Zimmer, mein Traum. Echt? Okay, oh, rosa Haare sind schon ganz cool. Rosa Zimmer. Wladimir drehte sich von mir weg. Hey, träum ich? Oder geht er gerade wirklich weg? Wartet! Ist alles... War's das? Ihr geht einfach so? Ohne mir irgendetwas zu erklären? Es bleibt nicht mehr viel Zeit bis zum Sonnenaufgang und ich habe noch einiges zu erledigen. Geht also einfach ins Bett. Ich habe Besseres zu tun, als mich die ganze Nacht um euch zu kümmern. Um den Rest kümmern wir uns später. Nicht erwünscht, das schreit nach Eifersucht und Drama. Herrlich! Oh ja, das denke ich auch. Also, ich glaube, er ist auch ein sehr, sehr besitzergreifender Vampir. In Wirklichkeit sind sie nackt unter dem Nachthemd. Nicht dein Ernst, Nimra. Welchen Rest? Ihr denkt doch wohl nicht, dass ihr hier ohne jegliche Gegenleistung einziehen könnt. Ihr werdet euch schon als nützlich erweisen müssen. Dazu dient ihr eine Blutmagd. Bis dahin wünsche ich eine angenehme Nacht. Er geht! Der geht einfach! Wartet! Komm zurück! Es ist hoffnungslos. Er ist schon fast am Tor. Außer... Er dreht um. Er hat mich also doch gehört. Ach ja, falls ich nur eine kaputte Blume, einen zertrampelten Strauch oder einen abgerissenen Ast entdecken sollte, weiß ich, wo ich suchen muss. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Oh, er liebt seinen Garten. Was? Ich werde es nicht noch einmal sagen. Hey, es war dein Haus, aber du kommst hier nicht rein. Ja. Ja, er scheint mir auch sehr besitzergreifend zu sein. Das wird interessant. Okay, er wird es nicht noch einmal sagen. Jawohl, mein Gebieter. Größter Unkrautvernichter aller Zeiten und unangefochtener Meister der Stockrosen. Dann passe ich eben auf. Ist er denn irgendwie wichtig oder wertvoll? Okay, kein Grund, gleich zu aggressiv zu sein. Ich werde aufpassen, versprochen. A, B oder C? A, A, A. Alle erstmal so rein aus Prinzip A. Der Meister der Stockrosen. Vereinzelt C, aber die meisten so, jo, nimm A. Hallo, Andrew. Hallöchen. All do it, please.
Okay. Na gut. Unangefochtener Meister der Stockrosen. Verzeiht mir. Ich werde Acht geben auf euren Garten. Besser wäre es für euch, oder ich werde in Zukunft ein wenig unnachgiebiger gegenüber eurer dauerhaften Respektlosigkeit sein. Respektlos? Was? Wir? Niemals. Nach diesem letzten Satz wandte sich mein Aufseher erneut von mir ab und verschwand diesmal auf der anderen Seite des Tors. Vollkommen allein ließ er mich in der Nähe einer Bank zurück. Ich merkte erst jetzt, wie sehr mich dieses Wortgefecht erschöpft hatte und ließ mich widerstandslos auf die gusseiserne Bank fallen, die sehr alt zu sein schien. Dort, inmitten dieses zauberhaften Gartens, umgeben von der Stille der Nacht, die nur von den Geräuschen der Natur unterbrochen wurde, überkam mich ein seltsam vertrautes Gefühl. Das Gefühl der Einsamkeit. Der Brief meiner Eltern, der in meiner Tasche war, gab mir zwar ein wenig Halt, half mir aber auch nicht wirklich, diese Einsamkeit zu überwinden. Wer waren wohl diese Männer, die in dem Gutshaus lebten? Und wer war Wladimir wirklich? Etwas war geschehen, etwas, das ich kaum zu denken wagte, doch ich musste mich den Tatsachen stellen. Was auch immer geschehen war, das Ganze war ganz und gar nicht normal. Auch wenn ich nie wirklich an übernatürliche Dinge geglaubt hatte, hatte ich zu viele Romane gelesen und zu viele Filme gesehen, die sich jenseits der Normalität abspielten, als dass ich mich nicht davon hätte beeinflussen lassen können. Ich wagte es jedoch kaum, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Ich war schon immer ein wenig anders gewesen und man hatte sich deswegen oft über mich lustig gemacht. Doch gerade passierte mir etwas wirklich Unglaubliches und das machte mir Angst. Was sollte ich jetzt bloß tun? Ich kann nicht mehr. Ich muss mich ausruhen. Ich habe nicht den Mut, dorthin zurückzukehren. Also A oder B. A wäre dann, wir gehen ins Haus, gehen ins rosa Zimmer und legen uns schlafen. Und B wäre, nee, wir streiken und bleiben auf der Bank sitzen. A, 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 A. Wir haben hier schon eine eigenartige Mischung an Typen. Ein Vampir, ein Lehrer und einer, der der Zeit etwas hinterherhinkt. Ja, das könntest du so wirklich sagen. Auch wenn ich rosa Farbe nicht mag. Okay. Ja, ich glaube, die meisten sagen tatsächlich A. A, 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 A. Ich könnte mir vorstellen, dass dann jeweils ein anderer Typ kommt. Ja, das kann gut sein. Aber die meisten sagen A. Also gehen wir einfach mal ins rosa Zimmer, ruhen uns aus, weil... Pff. Am besten kehre ich zum Anwesen zurück und richte mich in meinem neuen Zimmer ein. So unangenehm es auch sein mag, Wladimir hat nicht unbedingt Unrecht. Wir sollten morgen weitersehen. Richtig. Und da wären wir auch schon wieder. Ich glaube, ich fange langsam an, mich an diesen Ort zu gewöhnen. Naja, zumindest finde ich mich zurecht. Also... Das Zimmer im ersten Stock. Ah! Meine Güte, hat er mir einen Schrecken eingejagt. Ich hätte beinahe vergessen, dass hier noch mehr davon rumlaufen. Allein davon. Wie das klingt. Hoffentlich läuft alles gut. Ich fühle mich gerade nicht besonders wohl. Okay, das, Leute, ist Raphael. Wie wollen wir Raphael sprechen? Geben wir ihm eine kleine Akzent? Einfach, weil es Raphael ist. Ich liebe ihn nämlich auch. Also ich hätte ihn, glaube ich, auch ganz gerne gedatet. Oder halt Aaron. Wie jetzt wieder Moritz? Mit Akzent bitte. Einfach Spanisch. Verträumt und ein bisschen mit Akzent. Okay. Oh. Seine Augen sind ja verbunden. Ich glaube, ich kann mich an ihn erinnern. Er wirkte nett. Oh, guten Abend, junge Dame. Tut mir leid, wenn ich euch erschreckt haben sollte. So? Ach, ganz und gar nicht. Glauben Sie etwa, ich habe Angst vor Ihnen? Wer sind Sie überhaupt? Ist das hier so üblich, dass man sich nie vorher ankündigt? Sie haben mir wirklich einen riesen Schrecken eingejagt. Wer sind Sie? A oder B? Ja, geil, Valky. Okay, alles klar. Dann bleiben wir dabei, so ein bisschen. BBB, A, BBB, 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 BBB. Die Stimme passt gar nicht.
Ah, wir wollen doch Variabilität und so. Wie mit diesem Akzent einfach alles flirty klingt. Die Stimme ist furchtbar. Wir brauchen noch eine Stimme für ihn. Also die meisten sind halt für B. Okay. Vielleicht etwas weniger flirty. Aber mit dieser Stimme klingt einfach alles flirty. Okay. Üblich? Es dient zwar, dass wir unhörbar und schwer zu finden sind. Ich sogar noch mehr als meine Kameraden. Aber ihr könnt mir wirklich glauben, dass es mir furchtbar leid tut. Ich heiße Raphael und wohne auch hier. So? Das geht. Okay, weniger flirty. Ich versuche es. Ich versuche, mich zurückzuhalten. Diese Stimme ist furchtbar. Oh, wenn wir die Raphael-Route nehmen, dann nehmen wir eine andere Stimme. Die normale. Hm? Aber wir müssen halt bedenken, wir haben hier ungefähr 8-9 verschiedene Typen. Und es wird halt schwierig, eine gewisse Variabilität reinzubringen in die Stimmen. Italienisch. Wie mache ich denn Italienisch? Oh, bella, ciao! Ich habe keine Ahnung, wie man italienischen Akzent macht. Raphael wird einfach unser Mr. Sexy. An alle, die Grey's Anatomy geguckt haben, der hat doch auch alles angeflirtet. Oh ja. Max Sexy, genau. Hier, Mark Sloan, ne? Also sind sie wirklich eine ganze Gruppe? Lieber versuche ich gleich zu verstehen, was hier vor sich geht, wenn ich eh schon hier bleiben muss. Sie. Genau so ist es. Es tut mir sehr leid, dass wir uns unter solchen Umständen kennenlernen mussten. Ich kann euch gern darüber erzählen, wenn ihr möchtet. Der Salon ist sehr gemütlich. Also, der hier scheint wirklich nett zu sein. Ich finde das so geil, wie sie einfach über die Männer spricht, als ob es irgendwelche Objekte wären. So, ja, also der da scheint ganz nett zu sein und das da ist auch ganz okay. Und ich nehme seinen Vorschlag besser an. Ja, gern. Ich folge Ihnen. Also, auf in den Salon. Viel besser die Stimme. Okay, ich versuch's. Er hat was. Er hat echt was. Ich mag ihn sehr gern. Diesen italienischen Einschlag. Er ist halt wirklich ein absoluter Gentleman. Und das schätze ich sehr an ihm. Bitte, nehmt Platz. Seid ihr denn zuvor schon einmal hier gewesen? Aber ja doch, natürlich. Lächelt er etwa? Was für ein Unterschied zu Wladimir. Wollt ihr mir denn gar keine Beleidigung an den Kopf werfen, weil ich mich hier schon umgesehen habe? Was? Welch ein Gedanke. Natürlich nicht. Weshalb sollte ich das tun? Wladimir ist wütend, dass ich mir das Anwesen schon angesehen habe. Er behandelt mich wie ein Parasiten. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es ja euer Zuhause und es könnte euch stören, dass ich hier bin. A oder B? Ich meine, sie hat ja nicht ganz Unrecht. Er ist immerhin höflich. Das ist er. Das ist er. B, A. B. Dieser Spam, ne? Ich liebe das total. Also bleiben wir bei B. Alles klar. Ich nehme an, ihr denkt dabei an Wladimir. Ich kenne ihn sehr gut. Seinen Stil. Aber setzt euch doch. Ich werde das Feuer ein wenig anfachen. Mein Feuer hat auch schon angefacht. Wir spüren die Kälte zwar nicht wirklich, aber ein kleines Feuerchen ist doch immer was Schönes. Während ich mich auf das Sofa setzte und ihm dabei zusah, wie er die Holzscheite in den Kamin legte und die Glut entfachte, quälten mich unzählige Fragen, wie zum Beispiel die sonderbare Ausdrucksweise von Wladimir und Raphael. Er sprach von sich und den anderen, als wären sie anders, irgendwie besonders. Ungeachtet der Tatsache, dass es ein wenig extravagant ist, Kostüme aus ehemaligen Epochen zu tragen, versetzte mich etwas an ihn instinktiv in eine Art tiefe Angst. Ich dachte zunächst, sie sei auf ihr plötzliches Auftauchen zurückzuführen, aber in dem Moment begriff ich, dass es sich um etwas anderes handelte. Eine Art animagischer Urinstinkt riet mir, mich vorzusehen. Etwas an ihnen war gefährlich, doch ich wusste noch nicht was. Ja, wunderbar.
Zunächst einmal entschuldige ich mich für Wladimirs, sagen wir, etwas brutales Verhalten. Ihr müsst wissen, er ist mehr oder weniger der Anführer hier. Wir können uns sehr gut um uns selbst kümmern, aber Wladimir wacht über das Anwesen und somit auch über uns. Jetzt muss er nur noch in der Sonne glitzern. Ja. Wir verdanken unser ruhiges Leben Wladimirs hingebungsvoller Fürsorge für diesen Ort. Er ist eine sehr engagierte und verschlossene Person, muss ich zugeben. Ah, da stimme ich euch vollkommen zu. Das mag ja sein, aber ich finde nicht, dass das ein unhöfliches Verhalten entschuldigt. A oder B? Lilie, einen wunderschönen guten Tag. Oh mein Gott, du suchst mich schon seit einer Stunde? Dann herzlich willkommen zu Kapitel 1 von Moonlight Lovers. Schön, dass du da bist. A, B, A. Ja, ist doch Mehrheit für A, hä? Huh? Ich mag die Stimme von der Buttergarme. Okay. Also, wir stimmen ihm voll und ganz zu. In den paar Stunden, die ich jetzt hier bin, wurde ich so oft zurechtgewiesen wie in 6 Monaten im Waisenhaus. Ein Waisenhaus? Habt ihr etwa eure Eltern verloren? Soll ich es ihm sagen? Eigentlich ist es ja kein Geheimnis. Er ist zwar ganz nett, aber ich werde es lieber noch für mich behalten. Er muss ja nicht gleich alles über mich wissen. A oder B? Rein theoretisch ist es unser neues Zuhause und ich sehe gerade schon, dass ganz, ganz viele A nehmen. Und Lilie, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Ja, die meisten sagen A, wir bleiben ehrlich zu ihm. Okay. Eigentlich ist es ja kein Geheimnis. Meine Eltern sind kurz nach meiner Geburt verstorben und um ehrlich zu sein, haben sie hier gewohnt. Das ist auch der Grund, warum ich hierher gekommen bin. Dieses Haus gehört mir. Oh, das erklärt alles. Es ist natürlich euer gutes Recht, hierher zu kommen. Ich entschuldige mich aufrichtig für den unfreundlichen Empfang. Wie ich euch bereits gesagt habe, müssen wir unsere Prioritäten und unsere Privatsphäre stützen. Das ist nicht immer einfach, aber wir versuchen es auf die sanfte Art zu regeln. Was können Sie nur zu verbergen haben, wenn Sie sich so sehr zu schützen versuchen? Mir muss etwas entgangen sein. Allmählich werden es zu viele Fragen, auf die ich keine Antwort finde. Ich spüre, wie verkrampft ihr seid, und ich kann euch gut verstehen. Wirklich. Nichts von all dem hätte jemals passieren dürfen. Diese Handbewegung, die hier. Man kommt halt in die Rollen rein. Meine Güte. Ich frage mich, ob er wegen seiner Blindheit so scharfsinnig ist. Jedenfalls wirklich kein Vergleich zu Wladimir. Ich will ja nichts sagen, aber ihr Freund hat mich immerhin angegriffen. Naja, es kommt vor, dass Fivan außer Kontrolle gerät. Mikey, der Donnerspieler. Ja, typisch italienisch. Und das ist noch untertrieben. Was ist sein Problem? Wegen ihm bin ich durch eine Scheibe geflogen. Und ohne Wladimir? Hört zu. Ich verstehe, dass ihr euren Freund schützen wollt, aber ich denke, dass das, was passiert ist, trotzdem nicht zu unterschätzen ist. Ich bin immerhin durch ein Fenster geflogen und ohne Wladimir... Ich brauche schon gar nicht mehr zu Ende lesen. B, 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 B. Heft eines Floretts? Das kann gut sein. Ich sehe das hier leider gar nicht komplett. B. Nicht keifen. Das andauernde Laden nervt mich. Da gehe ich lieber. Alles klar, Juli. Danke, dass du da warst. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und hoffentlich funktioniert das WLAN dann beim nächsten Mal wieder. Schreib mich sonst an wegen des Links später. Oh mein Gott, Otome! Und ich habe nichts gewusst! Oh nein, Sarah! Herzlich willkommen. So, B. Wir keifen ihn nicht an, wir bleiben nett und zivilisiert und wir wissen uns zu artikulieren. Wo ich so darüber nachdenke, ist es wirklich eigenartig, dass man kaum Spuren auf meinen Armen sieht.
Man könnte meinen, ich sei verletzt worden und die Wunden wären sofort wieder verheilt. Hat das etwa etwas mit Wladimir zu tun? Wisst ihr, für Wladimir ist es nicht einfach, dass er euer Leben gerettet hat. Er ist jetzt mehr oder weniger für euch verantwortlich und vor allem steht er jetzt mit euch im Bunde. Für jemanden, der so einzelgänglerisch und unabhängig ist, ist das eine Veränderung, die nicht leicht zu verdauen ist. Was wollt ihr damit sagen? Was hat er mit mir gemacht? Er hat mir nur gesagt, dass er mich zu einer Blutmagd gemacht hat und dass ich deswegen von nun an dazu gezwungen sein werde, in dem Gutshaus zu bleiben. Das ist eine der Folgen, ja. Sie, Wladimir, hat gewissermaßen seine Seele an die Eure gebunden. Der Bund ist noch frisch und wird mit zunehmender Vertrautheit stärker. Aber seid ihr jetzt schon gewarnt, dass ihr euch nicht zu weit von ihm entfernen dürft? Okay. Aber das macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, das ist nicht logisch. Nichts auf der Welt könnte etwas dergleichen auslösen. Im Grunde übersteigt unsere Existenz jeglicher Logik, wisst ihr? Was soll das heißen, eure Existenz? Was wollt ihr damit sagen? Noch bevor Raphael antworten und seine Augen auf mich richten konnte, hatte ich eine grauenhafte Vorahnung, die mir durch Mark und Bein schoss. Mich durchfuhr die gleiche Art Schauer, die man hat, bevor der vorausgeahnte Schock eintritt oder man eine sehr schlechte Nachricht erhält. Liebe Grüße an den Hund Reni. Ich spürte, dass ich nun die Antwort auf all meine Fragen bekommen würde. Und sie mir nicht gefallen würde. Vampire. Vampire. Ich hatte es mit Vampiren zu tun. Das Wort schwirrte weiter unaufhörlich in meinem Kopf herum, während meine Augen auf die verblassten und gleichzeitig beruhigenden Farben meiner Zimmerwände gerichtet waren. Wie sollte ich an das glauben, was man mir eben erzählt hatte? Wie? Raphaels unendlich sanfte und mitfühlende Art hatte mir ein wenig geholfen, den Schock zu verdauen. Dennoch konnte ich dieses grausame Gefühl nicht von mir abschütteln. Ich spürte, wie schwer mir der Schock noch im Magen lag. Er lag dort wie ein unverdaubarer Brocken. Gnadenlos führte sich der Kampf in meinem Kopf fort. Mein rationales Denken wurde mit allem konfrontiert, das ich die letzten 24 Stunden erlebt hatte. Und alles Verdrängte bahnte sich seinen Weg an die Oberfläche. Mein Verstand schrie in mir, dass das Übernatürliche nicht existierte. Aber irgendwo tief in meinem Innern war da ein Wispern. Eine kleine Stimme, die mir zuflüsterte, dass ich die Augen vor der sich mir offenbarten Realität nicht verschließen konnte. Doch in meiner Angst hatte ich vollkommen vergessen zu fragen, was eigentlich meine Funktion als Blutmagd war. Es schien mir offensichtlich, dass Wladimir mein Blut getrunken hatte. Und er war es auch gewesen, der mir mein Leben gerettet und das Seine dadurch unwiderruflich an das Meine gebunden hatte. 1000 Sinneseindrücke vermischten sich in mir. Ich fand mich an einer Gruppe von Blutsaugern wieder, übernatürlichen Kreaturen, über deren Absichten ich mir noch nicht immer im Klaren war. Und war an einen Mann gebunden, der einem Anschein nach den Bund hasste, den er selbst geschlossen hatte. Ich konnte dieses Anwesen nicht verlassen. Kaum angekommen, um von meinem Erbe Besitz zu ergreifen, hatte ich auch schon alle Rechte und Verfügungsfreiheiten über diesen Ort verloren. Als Untertanin eines verbitterten und eiskalten Vampirs würde ich von nun an gezwungen sein, dessen Befehlen zu gehorchen. Was würde mit mir passieren? Was würde aus mir werden? Ich war kurz vorm Einschlafen, ohne eine Antwort auf all meine Fragen zu finden, während der Staub friedlich in den goldenen Strahlen der Morgensonne tanzte, deren Schein durch die Vorhänge schimmerte. Und mit einem Mal wurde mir bewusst, dass ich das Tageslicht seit meiner Ankunft hier nicht erblickt hatte. Ja, und warum schließt man den Bund? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Lilie.
Ich denke mal, dass eine Leiche in dem Gutshaus nicht so gut kommen würde. Die Vampire haben den Brief gelesen. Die wussten, es musste irgendwas passieren. Und du durftest ja am Ende des Intros auf einen der Vampire zeigen, der dich retten sollte. Es hieß ja, sie soll die Wahl treffen und ihr Finger erhob sich zu einem gewissen Mann. Und dadurch werden wir dann eben die Route spielen, die wir gerade spielen. Alles klar, Anne. Bis gleich. Und auch alles klar, Flower. Dann viel, viel Spaß beim Lernen oder viel Geduld oder wie auch immer. Und hallo Jessica. Ja, aber es gab nur zwei. Nein, es gibt momentan nur zwei Vampire, die man spielen kann. Das ist richtig, aber es kommen definitiv noch mehr dazu. Das sind ja erstmal die beiden, die zur Verfügung stehen. Warum stelle ich mir Wladimir als russischen Babysitter vor? Emmy, ich habe keine Ahnung und erstmal herzlich willkommen und ich glaube, du hast auch ein Inkognito-Follow dagelassen. Dafür möchte ich mich auch nochmal herzlich bei dir bedanken. Dankeschön. Okay, also, weiter geht's. Ich war kurz vorm Einschlafen, ohne eine Antwort auf all meine Fragen zu finden, während der Staub friedlich in den goldenen Strahlen der Morgensonne tanzte, deren Schein durch die Vorhänge schimmerte, genau, und wir haben das Tageslicht seit unserer Ankunft nicht mehr erblicken können. Morgen würde ein neuer Tag sein. Heimgesucht von unzähligen Albträumen war meine Nacht alles andere als erholsam. Meine bereits rege Fantasie, die von den vergangenen Ereignissen noch weiter befeuert worden war, stellte sich als eine Fabrik für die verrücktesten und angsteinflößendsten Träume heraus, einer schlimmer als der andere. Und Vampire spielten darin eine ganz besonders große Rolle. Als meine Augen sich öffneten, sah ich zunächst nichts als Dunkelheit. Schlaftrunken, wie ich war, dauerte es zunächst einige Sekunden, bis ich begriff, dass die Nacht bereits wieder hereingebrochen war. Ich musste den ganzen Tag geschlafen haben, was nicht überraschend war nach all dem, was ich zu verdauen hatte. Bis ich schließlich begriff, dass mich etwas anderes geweckt hatte. Es war weder der Hunger, der mir ein Loch in den Magen grub, noch die unbändige Lust, endlich zu duschen. Hektische, energische Schritte näherten sich mit großer Geschwindigkeit meinem Zimmer. Das kann nichts Gutes verheißen. Oh nein, habe ich's doch gewusst. Ab in den Schrank. Und er scheint wirklich richtig genervt zu sein. Was habe ich denn dieses Mal getan? Es macht mir ein wenig Angst, wie er mich ansieht. Ich bitte euch, kommt herein. Ihr wollt sicher nach mir sehen, oder? Habt ihr gut geschlafen? Guten Abend. Ihr könntet vorher ruhig anklopfen, immerhin seid ihr in dem Zimmer eines jungen Mädchens. Oder sehe ich das etwa falsch? Ihr könntet vorher ruhig anklopfen. Ihr scheint wütend auf mich zu sein. Was habe ich getan, um euch so zu erzürnen? A, B oder C? Los, hau ab! Ich wäre tatsächlich auch für A oder C. 3. C, C, B, A, C, A, C, C, B. C, B, 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 C, 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 C. Okay, die meisten sind tatsächlich für C. Genau. I'm back, habe ich viel verpasst? Es geht. Es geht. Wir haben offensichtlich etwas Schlimmes verbrochen und ja. Was haben wir denn jetzt getan? Spielt nur weiterhin die Unschuldige und ich garantiere euch, dass ihr mich noch um einiges unangenehmer erleben werdet. Meine Güte, wie aufbrausend er ist. Was habe ich ihm denn getan? Gut, in Ordnung. Ich habe verstanden, dass ihr wütend seid. Aber ich bin gerade aufgewacht und ich habe Hunger und vor einigen Stunden außerdem Dinge erfahren, die ich nie für möglich gehalten hätte. Und jetzt kommt ihr hier einfach rein wie ein wutschnaubender Choleriker. Was ist denn los? Was habe ich getan? Ich weiß nicht, ob ich ihm die Frage lieber nicht hätte stellen sollen. Ich habe das Gefühl, ihm platzt gleich der Kragen, so aufgewühlt wie er ist. Ihr wagt es mir, diese Frage zu stellen? Wusste ich's doch, dass ich euch gestern nicht hätte allein lassen sollen. Was? Spricht er etwa von Raphael? Sie schienen sich gut zu verstehen, oder habe ich mich da etwa getäuscht? Lauf! Es tut mir leid, aber ich verstehe immer noch nicht. Genau das ist der Grund, warum ich die Leute eurer Zeit so sehr hasse. Ihr seid nie in der Lage, die Wahrheit zuzugeben. Sicher wisst ihr, wovon ich rede. Könnt ihr endlich mit der Sprache herausrücken, damit wir es hinter uns haben? Ich sollte ihn vielleicht nicht so provozieren, aber mein Gott, ich hasse es einfach, wie er mich angeht.
Ich spreche von meinem Garten, unverschämtes Ding. Da lasse ich euch einmal alleine und schon finde ich eine komplette Verwüstung vor. Wenn ihr denkt, dass ich darüber hinwegsehe, dann irrt ihr euch aber gewaltig. Der Garten? Aber ich bin kurz nach euch gegangen. Ich weiß also nicht, wie ich ihn verwüstet haben sollte und was euch genauso wütend macht. Habe ich etwa beim Weggehen was kaputt gemacht? Seinem Gesichtsausdruck nachzuurteilen, würde er mich am liebsten vom Bett aus direkt die Treppe hinunter katapultieren, egal was ich gemacht habe. Denkt ihr wirklich, es kümmert mich, wie lange ihr im Garten wart, wie eure unverschämte Reaktion vermuten lässt? Lange genug jedenfalls. Ihr habt Pflanzen zerstört, die hier sehr schwer wachsen und denen ich eine unfassbare Zeit und Energie gewidmet habe. Ich will euch dort nie wiedersehen. Verstanden? Oh nein, seine Stockrosen. Genau, der Meister der Stockrosen. Eieiei. Das ist doch nicht meine Schuld, verflixt nochmal. Warum sollte ich eure Pflanzen zerstampfen wie ein tobsüchtiges Wildschwein? Das ist doch lächerlich. Ich muss sagen, B-Move hat hier wirklich sehr, sehr schöne Worte reingebracht. Sehr, sehr schöne Sätze und ich feiere das total. Hallo Jessica Adams, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Hat Vladimir seine Tage? Nee, er hat seine Stockrosen verloren. Ihr seid unverschämt und unkontrollierbar. Ich fange an, meine Entscheidung zu bereuen, euch das Leben gerettet zu haben. Wegen ein paar Pflanzen? Ist das euer Ernst? Ah, er mag es also nicht, wenn man ihn zurechtweist. Er scheint in 0, nichts wie aus der Bahn geworfen zu sein. Tut irgendwie gut, ihn so zu sehen. Wenn ich euch beim Herumschleichen in diesem Garten erwische, garantiere ich euch, dass ihr es bereuen werdet. Na und, was könnt ihr mir schon tun? Wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir der Situation sowieso hilflos ausgeliefert, oder? Ihr seid lächerlich. Kommt euch denn gar nicht in den Sinn, dass ich es gar nicht gewesen sein könnte? Und selbst wenn ich es gewesen wäre, seid ihr euch im Klaren über eure lächerliche Reaktion? A oder B? B, A, B, 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 B. Oh, wir bezeichnen den Herrn jetzt als lächerlich. Ich weiß nicht, ob er das so gut findet. Könnt ihr mir vorstellen, dass er da noch so amused drüber ist? Sprach er mit erhobenem Zeigenfinger. Oh ja. Ja, stell euch mal vor, wir wären im Garten geblieben und wären nicht gegangen. Lord Deppenheimer passt besser. Jetzt lauf endlich! Okay, B. Wenn wir hier zusammen feststecken, ist es egal, was ich mache. Ihr müsst mich hier behalten. Ihr könntet euch also ruhig ein bisschen netter und persönlicher zeigen, anstatt mich anzuschreien. Mir gefror das Blut in den Adern, als ich die erhobene Hand sah. Aber das war nichts Neues für mich und so wich ich schnell aus, bevor ich eine abwehrende Position einnahm. Es war nicht das erste Mal, dass jemand versucht hatte, mich zu ohrfeigen. In dem Waisenhaus für Mädchen, in dem ich gewesen war, war es manchmal zu heftigen Schlägereien gekommen und bei meiner großen Klappe hatte ich einige Gespräche mit der Leiterin gehabt. Aber bei so einem schlaksigen Eisklotz wie Wladimir überraschte mich diese Reaktion. Diese ganzen Worte für ihn, es ist zu schön. Der schlaksige Eisklotz, aka der Meister der Stockrosen. Plötzlich bemerkte ich, dass Wladimir in seiner Bewegung erstarrte. Ganz so, als hätte er seine Ohrfeige selbst abbekommen. Die Hand ging langsam nach unten und so schnell wie seine Aggressivität gekommen war, verschwand sie auch wieder. Ich war jedoch außer mir vor Wut. Ich richtete mich wieder auf und warnte ihn davor, so etwas noch einmal zu versuchen. Er betrachtete die Sache jedoch entweder als abgeschlossen oder schämte sich für seinen Ausrutscher. Denn er ging aus dem Zimmer, knallte die Tür hinter sich zu und ließ mich allein im Zimmer zurück. Lol, I like him. Girlie, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Besser spät als nie, wundervoll. Vlad ist eine Rarität, das hast du schön formuliert, Keksi. Ich fiel in mein Bett zurück und in meinem Kopf brodelte es. Es war eben etwas passiert, das ich nicht steuern konnte und als Konsequenz hatte ich die Wut Wladimirs zu spüren bekommen. Was auch immer in diesem Garten geschehen sein mochte, hatte nichts mit mir zu tun.
Und wenn es eins gab, das ich gar nicht mochte, dann war es, wenn man mich fälschlicherweise beschuldigte. Vor allem dann, wenn ich sowieso schon kaum mehr Kontrolle über mein Leben hatte. Ich musste Gewissheit haben. Mir doch egal, ob Wladimir wütend war. Denn meine Wut war im Moment um einiges größer, als ich wollte... Oh, Entschuldigung. Und ich wollte mich um jeden Preis verteidigen. Also auf in den Garten. Wupp, wupp. Dann gucken wir uns nochmal den Ort des Geschehens an. Und was wir getan haben. Es sieht aus wie immer. Vielleicht haben wir aus Versehen eine Stockrose zertrampelt oder so. Das weiß ich nicht, Pommes. Mal sehen, ob wir nur diese Episode streamen oder eventuell noch eine zweite. Aber wir nehmen jetzt auch schon 1,5 Stunden auf. Beziehungsweise 1 Stunde. Große Zahlenfolge. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Alles klar, Julchen. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und hallo, Kath. Was habe ich verpasst? Lass dich von den Leuten aufklären. Alter Erbolix kann das bestimmt wundervoll erklären, was alles passiert ist. Ne? Moonlight Flowers, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Jetzt sind wir auf ein Blatt getreten. Das kann sein. Jujoy, einen wunderschönen guten Abend auch an dich. Hi. Okay, so. Der Ort des Geschehens. What happened? So, hier wären wir wieder. Ich habe das Gefühl, ich war nur kurz weg. Na gut, schauen wir mal, wovon Wladimir gesprochen hat. Ich hatte nicht wirklich Zeit, um mich großartig hier umzusehen. Naja, außer von oben bei meinem Sturz. Ich schätze es wirklich sehr, dass Raphael nicht so viel über das Thema geredet hat, als wir uns begegnet sind. Selbst ich tue mir schwer, mich zu erinnern. Und ich lege nicht wirklich Wert darauf, um ehrlich zu sein. Die Blumen rund um die Bank scheinen in Ordnung zu sein. Mal sehen, was auf dieser Seite ist. Oh, aber das ist doch... Das ist doch der Ort, an dem ich gelandet bin. Kein Zweifel. Die abgebrochenen Äste, die blutbeschmierten Scherben, all die welken Blütenblätter. Hier bin ich an dem Abend gelandet. Bei all dem Blut müsste ich eigentlich wirklich ernsthaft verletzt sein. Es ist unglaublich, dass ich keine Narben davon getragen habe. Ist es das? Die Kraft, die die Blutmagd und ihren Retter eint? Ich weigere mich, von Vampiren zu sprechen. Das ist zu komisch. Jedenfalls denke ich nicht, dass Wladimir davon gesprochen hat. Er weiß, dass ich gestürzt bin und offensichtlich hat er auch schon angefangen, hier aufzuräumen. Schauen wir mal weiter. Ich gehe nicht gern zu dieser Brücke nahe des Waldes. Ich hatte wirklich ein unbehagliches Gefühl, als ich sie beim Herkommen überquert habe. Ich dachte erst, das Anwesen sei viel näher an der Straße gelegen und dabei geht es tief in den Wald hinein. Es ist die Isolierung von der Außenwelt, die Wladimir und die anderen schützt. Kein Wunder, dass sie das Gutshaus als Domizil gewählt haben. Ich frage mich, wie lange sie schon dort wohnen. Mal sehen. Hier ist ein kleiner Pfad, der nach unten führt und... Oh! Mist! Hier ist jemand! Ich weiß nicht, ob er mich hat kommen hören. Sieh an. Guten Abend. Habt keine Angst. Ihr könnt ruhig näher kommen. Ah, dann wäre die Frage schon mal geklärt. Aber wer ist das? Die braune Haut, die roten Haare. Ah, und diese goldenen Augen. Ich erinnere mich, das ist der junge Mann, der versucht hat, den Mann mit den weißen Haaren davon abzubringen, mich in der Eingangshalle zu bedrängen. Ich mag Aaron. Den will ich daten. Oh yes. Meiner. Ja, Aaron ist schon sehr, sehr heiß. Ich glaube, auf den freue ich mich auch schon sehr. Genau wie auf Raphael, auf den freue ich mich auch. Massiv. Guten Abend. Tut mir leid, ich dachte, ich wäre allein hier. Wenn ich euch störe, kann ich gern wieder gehen. Guten Abend. Ist schon komisch, wie ihr hier alle unbemerkt herumschleicht. Darf ich euch fragen, wie ihr heißt? A oder B? Goldene Augen, ja. Ich spüre diesen Valkyon-Hype gerade. A-A-A-A-A-A-B. Aaron erinnert irgendwie an... Ja, danke, Keksi. Sehe ich auch so. Ist so, Raphael, ich warte auch auf ihn. Also die meisten sagen tatsächlich gerade A.
Aaron habe ich direkt gefriendzoned. Ui. Der ist nicht sexy. Er ist ein Werwolf. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Er ist halt der Valkyron. Ja, er ist der Valkyron. Vielleicht eher so eine Mischung aus Valkyron und Kestiel. Ne? Wenn man die Haare jetzt auch noch mit reinnimmt. Frag mich ja, ob Raphael in seiner Route ein bisschen anders ist. Denn Wladimir ist in der Billard-Route auch netter. Ach, okay. Das wird interessant. Das werden wir sehen. Cassie plus Valkyron gleich Aaron. Exakt. Okay. Das heißt, die meisten sagen A. Dann nehmen wir auch A. Aber nein. Wir müssen ja nicht gleich so übertreiben. Macht euch keine Gedanken um mich. Ich heiße Aaron. Ich bin euch hier noch nicht begegnet. Darf ich fragen, wie ihr heißt? Ich heiße Valkyria. Ich glaube, ich erinnere mich an euch, aber ihr seid anders als die anderen, wenn ich das so sagen darf. Da habt ihr eigentlich gar nicht so unrecht. Ach, nach Wladimir tut es wirklich gut, Leute zu sehen, die lächeln, muss ich zugeben. Oh mein Gott, Aida Hyrbolix! Vielen, vielen Dank für deinen allerersten Sub auf diesem Kanal. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit den Emotes und danke. Dankeschön! Hast du das Heulen gehört? Ist das schon die ganze Zeit da? Das ist nur da, Black Red Baroness, wenn wir mit ihm sprechen. Das finde ich nämlich ganz cool an diesem Spiel, denn jeder der Charaktere hat so seine eigene Melodie, seinen eigenen, ja. Mein allererster Abo, den ich jemals auf Twitch gemacht habe. Oh mein Gott, was für eine Ehre! Wuhu, Werwolf, Werwolf. Okay, okay. Also die meisten... Ich glaube auch, er ist Werwolf. Ich glaube es. Aber es ist halt noch nicht bekannt. Sag doch, er ist ein Werwolf. Ja, gut. Aber immerhin kloppen die sich nicht gegenseitig. Also. Ich frage mich, was er damit sagen will. Was soll das heißen? Sagen wir, das ist ein Thema, das seine Zeit bedarf. Aber ich bin überrascht, euch hier anzutreffen. Wladimir ist ein bisschen... empfindlich, was seinen Garten angeht. Was ich gestern so von ihm gehört habe, lässt darauf schließen, dass er euch angesprochen, als ausgesprochen ungeschickt und unverschämt findet. Ja, doch, durchaus. Oh, ach ja. Ehrlich gesagt ist Wladimir vorhin vollkommen aufgebracht in mein Zimmer gestürzt und hat mich beschuldigt, einen Teil seines Gartens verwüstet zu haben. Er hat mich sogar beinahe geohrfeigt. Ach, er hat nicht wirklich was dazu gesagt und ich war schon gestern hier. Aber er war sehr wütend vorhin, weil er glaubt, dass ich etwas kaputt gemacht habe. A oder B? Oh, Nila! Vielen, vielen Dank für 3 Euro. Dankeschön! Dafür kann ich mir weitere Aktionspunkte für Moonlight Divers holen. Dankeschön. Echt? Wollt ihr wirklich so weit gehen und ihm das sagen? Sei ehrlich zu ihm! Ah! Okay, die meisten sagen A. Ah, damit hauen wir ihn doch voll in die Pfanne. Okay. Oh Mann, ich würde echt gerne weiter zuschauen, aber ich muss essen gehen. Alles klar, Doro. Geht einfach dann mal bitte auf meinen Discord-Server. Wie viele APs hast du noch? Ich habe noch viele. 32.000. Ich habe vorhin bei irgendwas mit 40.000 angefangen. Also ich habe mir heute extra nochmal 40.000 Aktionspunkte geholt und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Wahrheit ist immer gut, genau. Sehe ich auch so. So, passt mal auf. Das ist unser Link für den Discord-Server. Wenn ihr Discord habt, einfach mal raufgehen und da werde ich dann auf jeden Fall, denke ich mal, den Link reinbauen. So, also die meisten sagen, ah, wir sollen ehrlich zu ihm sein, dann sind wir auch ehrlich. Ich bin unschuldig und möchte gern wissen, wovon er spricht. Also bin ich hier, auch wenn ihm das nicht gefällt. Na, ich könnte nicht sagen, dass ich überrascht wäre, auch wenn ich das sehr bedauere. Wladimir ist nicht gewalttätig, das kann ich euch versichern, aber er hat einige Gewohnheiten aus früherer Zeit. Er hatte eine sehr hohe Position und dieser Garten ist sehr wichtig für ihn. Es gibt kaum etwas, das ihn so zur Weißglut bringt. Oh mein Gott, Jazzlix! Vielen, vielen Dank für dein geschenkten Abo! Und Sarah... herzlich willkommen bei den Schnabeltieren. Ganz viel Spaß mit den Emotes. Och, ihr seid so süß. Dankeschön. Danke, Jazzlix. Danke.
Der Link will nicht. Wieder Link will nicht. Lieber ehrlich bleiben. Okay, wir bleiben ehrlich. Ja, wie gesagt, ich habe halt auch schon... Habt ihr auch schon ein bisschen weitergespielt? Zur Weißgut bringen ist ja noch untertrieben. Wir sprechen hier von einem Garten, aber sie... Ihr werdet mich doch jetzt nicht vor die Tür setzen, oder? Das hier ist Wladimirs Reich, nicht meins. Ich werde euch nicht verraten, weil ihr hier spazieren geht. Weil alle Adligen sich wie brutale Rüpel verhalten? Nicht wirklich. Er hat uns alle mehr oder weniger wie Leibeigene behandelt, als wir hier angekommen sind. Aber man muss ihn nur ein wenig zurechtweisen. Das merken wir uns für die Zukunft. Er tendiert zwar dazu, uns regelmäßig kontrollieren zu wollen oder wieder in alte Muster zu verfallen, aber er respektiert diejenigen, die sich behaupten. Und er kennt sie schließlich als gleichwertig an. Lasst das nicht mit euch machen. Das ist mein Rat. Leichter gesagt als getan. Ich sehe ja ein, dass Wladimir nicht die offenste Person der Welt ist, aber es hätte euch schlimmer treffen können als Blutmarkt. Schon wieder dieses Wort. Blutmarkt. Und wenn ich einfach frage, was das heißt? Mir ist klar, dass es sich um eine besondere Stellung handelt, aber vor lauter Schock habe ich glatt vergessen, Fragen zu diesem Bund zu stellen. Ich habe immer noch nicht verstanden, was Blutmarkt eigentlich heißen soll. Ich bin an Wladimir gebunden, das habe ich verstanden, aber in welchem Sinne? Er scheint sich plötzlich ein wenig unbehaglich zu fühlen. Das ist, Echt, man kann nicht alles lesen. Es tut mir leid. Warte. So? Soll ich mich da hinschieben? Und dann, warte mal, tue ich hier die Box so ein bisschen. Okay. Bluthure. Lilia, sag das was nicht. Was gut ist eigentlich, ich rede nicht gern darüber. Ihr solltet das Wladimir fragen. Das könnte euch auch helfen, ihm näher zu kommen, denke ich. Aber er würde nie mit mir darüber sprechen. Wir reden kaum miteinander und wenn wir es tun, dann seht ihr ja, was dabei herauskommt. Er hasst mich. Ich bezweifle, dass er sehr viel Lust hat, mit mir darüber zu sprechen. Aber so wie die Situation jetzt ist, kann ich es auch gleich versuchen. Noch mehr hassen kann er mich, glaube ich, nicht. A oder B? Alles klar, Vivi. Bis später. Und Schoko, danke für dein Follow. Guck mal, die meisten sagen B, ich bin auch auf jeden Fall mit euch d'accord. Ich würde auch B nehmen. Seine Verlobte. Was? Wie? Was Verlobte? Was? Nicht spoilern! Okay, B. Er hasst euch nicht. Wladimir steigert sich schnell hinein, wenn er wütend ist. Und er ist die meiste Zeit über sehr melancholisch. Aber er hasst niemanden. Er ist ein Einzelgänger, aber wenn er uns mehr oder weniger anführt... Und er liebt diesen Garten über alles. Wenn er denkt, ihr hättet etwas kaputt gemacht, dann ist das hundertprozentig der Grund für seinen Wutanfall. Warum ist er ihm so wichtig? Der Garten muss viel Arbeit sein. Warum tut er sich das an? Ich verstehe. Ich kann zwar nicht sagen, dass ich ein solches Verhalten gutheiße, aber ich kann seine Wut jetzt besser nachvollziehen. A oder B? Alles gut, Schoko. B. Ich muss essen, ich komme zurück in Tröpfchen. Alles klar, Lilie. Ihr Tröpfchen, ach wie süß. Ich dachte eben in Tröpfchen, das klang schon nicht gesund. Bis später, meine Liebe. Blatt der Choleriker. Die meisten sagen B. Ja, kriegst du Pew? Okay, das ist relativ eindeutig. Ihr könnt mit euren Fragen immer direkt zu ihm kommen, wenn er sich erst einmal beruhigt hat. Es fällt ihm schwer, sich zu öffnen, aber es ist möglich, dass ihr mit der Zeit sein Vertrauen gewinnt. In der Zwischenzeit wäre es wirklich gut, wenn ihr ihm eure Unschuld beweisen könntet, sollte das wirklich der Fall sein. Ich weiß, von welcher Verwüstung Wladimir spricht und kann verstehen, dass ihn das so getroffen hat. Ich kann euch den Ort zeigen. Wirklich? Vielen Dank, aber... Ihr glaubt mir doch, wenn ich sage, dass ich es nicht war. Ich nehme an, dass es aufgrund der mangelnden Beweise besser ist, euch zu glauben, wenn ihr sagt, dass ihr nichts dafür könnt. Und außerdem habe ich etwas bemerkt, das Wladimir in seiner Wut übersehen hat. Und das überzeugt mich umso mehr von eurer Unschuld. Wirklich? Zeigt es mir bitte.
Ich weiß nicht, ob das wirklich mein Verhältnis zu diesem Fiesling verbessern kann, aber so bin ich wenigstens nicht mehr in seinem Visier. Und da wir einander sowieso ausgeliefert sind, kann ich auch gleich versuchen, das Beste daraus zu machen. Aaron lief immer weiter den gepflasterten Weg entlang. Ich folgte ihm und tat mein Bestes, um bei seinen großen Schritten mitzuhalten. Trotz seiner breiten Schultern hatte er seine Art graziösen Gang, der mich ein wenig an ein Tier erinnerte. Werwolf! Aber wenn ich so darüber nachdachte, schienen alle der Bewohner diese erstaunliche Eleganz auszustrahlen, egal bei welcher Geschwindigkeit. Selbst der junge Ivan, der mich attackiert hatte, verfügte über diese Leichtigkeit. Irgendwie übernatürlich. Was der Realität schon sehr viel näher kam. Wir näherten uns dem Wald und es dauerte nicht lange, bis mein Kamerad meine Nervosität bemerkte. Habt ihr Angst, euch zu weit vom Gutshaus zu entfernen? Macht euch keine Sorgen. Es besteht keine Gefahr, durch eure Position als Blutmark zurückgerufen zu werden. Es ist eine sehr subtile Kraft und solange ihr nicht vorhabt zu fliehen, könnt ihr euch relativ frei bewegen. Meine Güte, daran habe ich nicht mal ansatzweise gedacht. Zurzeit habe ich wirklich ein Spatzenhirn. Es hätte wohl wie eine böse Absicht gewirkt, wenn ich einen Fluchtversuch gewagt hätte. Aber das heißt auch, dass selbst wenn Wladimir nicht will, dass ich hierher komme, er nichts dagegen tun kann. Er ist also nicht allmächtig. Ja, das stimmt. Es ist aber auch dieser Wald. Der Wald? Mögt ihr ihn nicht? Nicht wirklich. Ich bin eher ein Stadtkind. Ich fühle mich nicht sehr wohl im Wald. Nein, das ist es nicht. Ich mag die Natur eigentlich und fühle mich dort wohl, aber hier, ich fühle mich, als ob ich ausgeliefert wäre. A oder B. Und die meisten sagen tatsächlich schon B, 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 B. Okay, alles klar. Wisst ihr, auch wenn eure Beziehung noch sehr kompliziert ist, habt ihr immer einen Beschützer. Wladimir wird immer für euch da sein, um euch zu beschützen, euch zu begleiten. Und ihr werdet für ihn da sein. An dem Tag, an dem er es akzeptiert. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Bund mit solchen Dingen verbunden ist. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt, um ehrlich zu sein. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie Wladimir mich beschützt. Habt ihr denn keine Angst in diesem Wald? Er ist so dicht. Und da es ein Tierschutzgebiet nicht weit von den Bergen gibt, könnte es sein, dass die Wölfe in der Region zurückgekommen sind. Die Wölfe! Can you hear something? Er brach in schallendes Gelächter aus. Habe ich was Lustiges gesagt? Ich verspreche euch, dass ihr keine Angst vor den Wölfen haben müsst, Valkyria. Da könnt ihr euch sicher sein. Wir sind jetzt da. Während ich mich dieser Tatsache beugte und Aaron sich streckte, wurde mir klar, dass wir tatsächlich das Ende des Gartens erreicht hatten. Die Mauern, die das Gutshaus umgaben, waren nicht weit von von Efeu, Kletterpflanzen und Blumenstauden umrankt. Eine kleine Tür ermöglichte den Zutritt zum Wald. Ich hoffte mit ganzem Herzen, dass sie verschlossen war. Da kommt ein Blood Dragon. Hallo, mein Lieber. Na, wie geht's dir? Und hallo, mon Baby. Einen schönen guten Abend. Hey. Hab doch nicht Angst vor seinen Brüdern. Genau, richtig. Oh, mir geht's wunderbar. Danke der Nachfrage. Wir spielen gerade eine kleine Visual Now, was allerdings auch Richtung Otome geht. Und wir sind gerade in einem Gutshaus angekommen, das voller Vampire ist. Wir haben hier gerade einen Werwolf an unserer Seite. Wir vermuten zumindest alle, dass es ein Werwolf ist. Und wir sind noch in Kapitel Nummer 1. So. Zunächst sah ich nicht, wovon Aaron gesprochen hatte, denn der Garten war, wohin ich auch blickte, so schön wie zuvor. Als ich mich jedoch einmal im Kreis gedreht hatte, wurde mir das Problem plötzlich bewusst. Und mit einem Augenblick verstand ich auch, woher Wladimirs Wut kam. Eine ganze Reihe Bäume war niedergetrampelt, herausgerissen und schamlos dem Erdboden gleichgemacht worden. Die Äste der Büsche hingen kläglich herab und viele der Blätter hatten sich nicht mehr halten können und waren zu Boden gefallen. Es war, als hätte eine Horde Wildschweine den Ort heimgesucht, ohne sich um das Unheil zu kümmern, das sie angerichtet hatten. Vor allem sah ich aber unzählige herausgerissene Blumen auf dem Boden liegen. Nicht eine einzige war übrig geblieben.
Sie mussten anmutig gewesen sein, bevor man sie in kleine Fetzen gerissen hatte. Aber nun lagen die Blumen in Rot, Rosa und Lila-Weiß verwelkt und unnütz auf dem Boden. Von dem zauberhaften Ruheort, der hier gewesen sein musste, war nichts übrig geblieben. Was für eine Verschwendung. Das sehe ich auch so. Wladimir war geschockt. Selbst von Weitem konnte ich ihn noch hören. Ich glaube nun auch verstanden zu haben, dass eure Beziehung nicht sehr einfach ist. Geblendet von seiner Wut dachte er wohl, dass ihr euch rächen wolltet. Er urteilt ziemlich vorschnell für jemanden, der so großen Wert auf Manieren legt. Auch wenn ich seine Reaktion übertrieben finde, kann ich verstehen, dass er sehr emotional reagiert, wenn dieser Ort und diese Blumen so wichtig für ihn sind. A oder B? Lol, wie sollen wir das machen? Ich kann's schon verstehen irgendwo. A, B, 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 A, B, 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 B. Okay, das ist auch relativ eindeutig. Was denn, Sarah? Und was denn? Ich bin nur am Handy in Twitch unterwegs. Kann ich nur sagen, wie es am Handy geht. Was denn? Was denn? Da hat Valkyria sich ausgetobt. Psst, Keksi, psst. Weil wir auch so aussehen, als könnten wir ganze Bäume rausreißen, Wladimir. Ja, klar. Das können Blutmägde so. Okay. B. Das ist zwar überhaupt nicht meine Art, aber dafür kennt er mich noch nicht gut genug. Ich bin mir sicher, dass er euch schätzen wird, sobald er euch näher kennengelernt hat. Er war sogar so aufgebracht, dass er etwas Wichtiges übersehen hat. Wenn ihr mir folgen würdet. Wir umgingen den Schauplatz des Verbrechens, der sich hinter den Bäumen jedoch mehr oder weniger fortzog. Es war mir nicht aufgefallen. Aber auch andere Teile des Gartens schienen beschädigt worden zu sein. Abgebrochene Äste, zu Boden gefallenes Laub, Klumpen aufgewühlter Erde. Man hätte fast meinen können, hier hätte ein Kampf stattgefunden. Kurz nachdem mir dieser Gedanke gekommen war, kamen wir schließlich an, um zu sehen, was Aaron entdeckt hatte und Wladimir entgangen war. Zunächst sah ich nichts als einen großen, braunen Fleck auf dem Boden, ohne dass mir irgendetwas Besonderes aufgefallen wäre. Außer, dass er enorm war und zur Hälfte von Büschen bedeckt war. Bis die Realität mir plötzlich einen Stoß in die Magengrube versetzte. Das war kein Fleck. Diese Farben hatte ich zuvor schon einmal gesehen. Es waren dieselben, die dem Glas sein makaberes Mosaikmuster verpasst hatten. Blut. Blut, das ich von zu nahem betrachtet hatte und das mir nun eindeutig zu schnell in den Adern gefror. Wenn ich eurem Gesichtsausdruck Glauben schenken darf, habt ihr verstanden, worum es sich handelt. Was auch immer hier passiert sein mag, keiner von uns ist auf dem Laufenden. Und das bereitet mir wirklich große Sorgen. Ihr solltet mit Wladimir sprechen. Es geht um die Blurb-Sounds. Ich und ein paar andere wollen wissen, wie das geht. Ach so! Am Handy weiß ich es leider auch nicht. Ich weiß es leider Gottes nur, wie es am PC geht. Alles klar, Panda-Monster, bis gleich. Also, warum nicht ihr? Ich glaube kaum, dass er mir glaubt. Ich? Ich kann ihm gerne erzählen, was ihr gefunden habt, aber glaubt ihr wirklich, er wird mir zuhören? A oder B? Genau, die meisten sagen B. Ich denke auch, es ist besser, wenn wir zu ihm gehen und sagen, was da vorgefallen ist. Denn wir sollten uns ja behaupten, wir sollten ihm Beweise liefern und ich glaube, er wird nicht so amused sein, dass wir im Garten waren, obwohl er es uns verboten hat, aber trotzdem müssen wir ja irgendwie nach Hinweisen suchen, nicht wahr? Und da sind wir uns zum Glück allesamt einig. Also B. Auch wenn er wütend ist, wird Wladimir wissen, dass ihr meinen Namen nicht umsonst erwähnt. Sagt ihm, dass wir es beide gesehen haben und er zu mir kommen kann, wenn er darüber sprechen will. Ich möchte wissen, was er darüber denkt und es wird euch entlasten. Verstehe. So viel Blut. Was mag hier nur passiert sein? Es läuft mir eiskalt den Rücken herunter. Könnte es sein, dass ihr glaubt nicht etwas, einer von euch dafür verantwortlich sein könnte? Nein, er wäre bestimmt auf dem Laufenden, wenn es einer von ihnen wäre. Am besten ist es, ich warne Wladimir und lasse sie die Sache selbst herausfinden. A oder B?
A, B, 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 B. Okay, wir halten also erstmal raus aus dem Ganzen. Alles klar. Jetzt fange ich wirklich langsam an zu verstehen, dass wir aus unterschiedlichen Welten stammen. Der Garten ist mir egal, aber wem gehört nur das Blut? Ich werde versuchen, Wladimir zu finden und ihn zu informieren. Danke für euer Vertrauen, Aaron. Gern geschehen. Ihr gehört jetzt zu den Bewohnern des Gutshauses. Zumindest auf meine Untersuchung könnt ihr zählen. Unterstützung. Nicht Untersuchung. Aber gut, er hatte ja auch eine Untersuchung da an diesem Ort, nicht wahr? Also, so, und jetzt muss ich nur noch diesen dämlichen Adligen finden. Wie liebevoll sie von Wladimir spricht. Aber diese Sache mit den Blumen macht mich trotzdem neugierig. Ich glaube, ich werde meine Nachforschung erst zu Ende führen. Dann kann ich zumindest verstehen, warum ihn das so wahnsinnig gemacht hat. Ich werde eine davon aufbewahren, um mich an ihr Aussehen zu erinnern. So, ich bin bereit. Los geht's. Ich habe ein bisschen Angst. Bolly, herzlich willkommen. Vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. So, und jetzt denken wir mal scharf nach. Wo könnte ich wohl am besten das Rätsel um die berüchtigten Blumen lösen? Na, wo könnten wir wohl das Rätsel lösen? Ich denke wirklich in der Bibliothek, oder? Deswegen gehen wir jetzt mal in die Bibliothek. Ich muss leider weg, vielleicht sehen wir uns später wieder. Alles klar, I'm alive. Vielen, vielen Dank, dass du so lange da warst. Und eventuell bis später, je nachdem, wie lange wir noch machen. Und ja. Bibo. Bibliothek. Okay. Es gibt kaum einen besseren Ort als eine Bibliothek, um Recherchen zu betreiben. Ich habe Glück, ich bin allein. Wo fange ich am besten an? Den Sekretär durchwühlen, das Gemälde analysieren, die Bücherregale durchstöbern. Wo finden wir Hinweise zu der Blume A, B oder C? Jupp. Da sind wir uns einig. Nehmen wir C. Hier sind so viele Bücher. Naja, irgendwo muss man ja anfangen. Wenigstens sieht es geordnet aus. Ich frage mich, ob meine Eltern oder die Bewohner des Gutshauses dafür gesorgt haben. Wenden wir uns zur Abwechslung mal wieder den klassischen Alphabet zu. Mal sehen. Bei all den Arbeiten von meinen Eltern muss es doch hier irgendetwas über Pflanzen geben. Eine Enzyklopädie vielleicht? Was ist das denn? Das Buch hier scheint älter als die anderen zu sein. Ich kann nicht einmal den Umschlag lesen. So abgenutzt ist es. Aber es ragt ein Blatt heraus. Mal sehen. Die Sprache der Blumen. Eine umfassende Studie über die regionale und überregionale Flora. Jackpot! Sehen wir uns das mal an. Mit größter Vorsicht setzte ich mich in den Sessel, um das Buch zu öffnen und genauer zu betrachten. Zu meiner Freude konnte ich feststellen, dass jede Doppelseite auf der linken Seite eine detaillierte Skizze und auf der rechten Seite Details und Beschreibungen zur jeweiligen Blume oder Pflanze enthielt. Weiterhin fand ich zahlreiche Lesezeichen, die zwischen die Seiten geklebt waren und mir nach genauerem Hinsehen eine Antwort auf meine Frage gab. Auf ihnen waren alle Blumen des Gartens abgebildet. Es dauerte nicht lange, bis ich sie fand. Eine Seite zu Beginn des Buches zeigte ein rosafarbenes Exemplar mit weißen Enden und der Form einer Koralle, genau wie die Blume, die ich mitgebracht hatte. Ein kurzer Blick auf den Titel löste das Rätsel. Es waren also Alpenveilchen, die niedergetrampelt worden waren. In dem Buch stand, dass Alpenveilchen vor allem Vertrauen ineinander symbolisieren. Oder genauer gesagt, Alpenveilchen drücken die Stärke und Dauer der Gefühle aus. Er hat also doch eine weiche Seite, meine Lieben. Er hat eine weiche Seile. Mein Baby schaut dich die ganze Zeit an und lacht. Oh! Ja, ich weiß auch nicht, Kinder mögen mich. Ich muss meine Tochter ins Bett bringen. Hoffe, sie schläft schnell ein. Alles klar, Onila, dann bis gleich. Okay. Ja, es gibt einen Link zu Discord. Warte, ich schicke ihn nochmal rein. Memoria und die Alpenveilchen. Stimmt. Irgendwie triggert mich diese Verbindung total. Ja, man merkt halt, dass es ein Studio ist. So. Sieh an.
Es soll auch Hexen und andere übernatürliche Kreaturen fernhalten. Was für eine Ironie. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass das eine Blume der Liebe ist. Sie muss etwas für ihn bedeuten. Meine Güte, könnte es tatsächlich sein, dass er doch ein Herz hat? Ja. Vielleicht hat er sie einer Frau geschenkt, die ihm wichtig war. Auch wenn ich hier noch keine gesehen habe. Vielleicht finde ich ja noch was, wenn ich ein wenig weiter stöbere. Ein Foto oder... Ich erstarrte. Da kommt jemand. Oh, ich kenne diesen wütenden Gang. Never hat er ein Herz. Meinst du, das ist weg, wenn er zum Vampir wird? Da wären wir wieder. Ah, ich dachte, hier wäre niemand. Ach, diesmal kein wütendes Fluchen oder angewidertes Naserümpfen? Tja, leider bin ich hier. Ich vermute, ihr werdet mir erneut vorwerfen, dass ich hier bin oder vielleicht auch einfach, dass ich atme. Oh, Bitchy. Ja, ich bin hier. Die Bibliothek scheint gewöhnlich nicht oft benutzt zu werden, oder? A oder B? Pretty Angel, hallihallo. Jo, das ist auch mehr als eindeutig, wir bleiben freundlich. Fast niemand nutzt sie. Bis auf Raphael, um ehrlich zu sein. Aber ihr habt selbstverständlich auch das Recht, euch hier aufzuhalten. Wow, in der Bibliothek, in unserem Gutshaus dürfen wir uns aufhalten? Das ist voll süß und so. Kann jemand Akaya kurz aufklären, wie, wo, was passiert ist, etc., etc.? Das wäre großartig. Liebt ihr Bücher? Gehört euch diese Bibliothek voller Bücher, die in einer anderen eigenartigen Sprache verfasst ist? Eigenartig. Vielleicht für jemanden, der sie nicht versteht, aber mir ist sie genauso vertraut wie die eure. In Wahrheit gehören mir die Bücher. Ich bitte euch, sie mit größter Sorgfalt zu behandeln, wenn ihr sie benutzen wollt. Sie sind Teil eines Erbes. Raphael und Bücher? Blindenschrift vielleicht? Soll es ja früher bestimmt auch schon gegeben haben, oder? Buchclub mit Raphael. Ich bin down. Oh. Euer Erbe, meint ihr? Das ist eigentlich ein bisschen so wie mit den Büchern hier, die meinen Eltern gehört haben. Wer hätte gedacht, dass wir ausgerechnet diese Leidenschaft teilen? Bücher. Aber es gibt schlimmere Gemeinsamkeiten. Ich habe eure Geschichte zu dem Ort vergessen. Es stimmt, dass ein Teil dieser Bibliothek euch rechtmäßig zusteht. Ihr solltet froh darüber sein. Die Bücher, die sie enthält, sind ausgezeichnet. Ich lese regelmäßig darin. Seine Stimme ist so ruhig. Er wirkt irgendwie geläutert. Ist er deswegen nicht mehr so abweisend und redet mehr? Tut mir leid, aber ist alles in Ordnung mit euch? Alter, da ist er nett zu uns, also... Sag mal, geht's dir irgendwie nicht gut oder so? Es stimmt, dass ich sehr wenige Dinge von meinen Eltern besitze. Könnte ich euch bei der Gelegenheit bitten, mir mehr über die Bibliothek und die Bücher hier zu erzählen? Ich glaube nicht, dass ich sie alle lesen werde, aber eine kleine Auswahl wäre nicht schlecht. Und ich muss schon gar nicht mehr zu Ende lesen, denn die meisten sind sowieso für B. Sehr gut. Wenn ihr möchtet, habt ihr etwas Bestimmtes mit der Bibliothek vor? Zum Beispiel Bücher auszusortieren. Ich muss zugeben, dass ich nicht einmal daran gedacht habe. Ihr wollt sie so lassen, nehme ich an, oder? Mist. Jetzt habe ich ihn in die Defensive gedrängt. Vielleicht hat er Angst, dass ich seine Gewohnheiten ändern oder ihm Dinge nehmen will, an denen er hängt. Alles, was ich will, ist, diesen Ort bestmöglich kennenzulernen. Ich werde eure Gewohnheiten nicht beeinträchtigen. Versprochen. Hört zu. Ich hätte mich nicht so hinreißen lassen sollen. Ich hatte nicht das Recht, mich so zu verhalten. Mir ist klar geworden, dass ihr gar nicht für die Verwüstung im Garten verantwortlich sein könnt. Das überrascht mich jetzt aber wirklich. Ich bin froh, dass ihr es einseht. Ich bitte euch, fangt nicht wieder davon an. Und Vivi, danke dir für dein Follow. Dankeschön.
Also, A oder B. Ich bin froh, dass ihr es einseht. Ich bitte euch, fangt nicht wieder davon an. A, 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 A. Jo, das ist relativ eindeutig. T. Josie ist für T. Läuft. Ich war überrascht und geschockt von eurer Geste, aber belassen wir es dabei, dass es ein Fehler war, der sich nicht wiederholen wird. Vergessen wir das Ganze fürs Erste. So soll es sein. Welches Buch habt ihr vorhin gelesen? Es kommt mir bekannt vor und... Wartet einen Moment. Was habt ihr da in eurer Hand? Mist. Wie soll ich ihm das erklären, ohne dass er sich wieder in den Fiesling von vorhin verwandelt, sobald ihm klar wird, dass ich in den Garten gegangen bin? Was soll ich nur tun? Es ist ein Buch über Blumen. Hört mir bitte erst zu und regt euch nicht auf. Ihr müsst eines eurer Alpenveilchen wiedererkannt haben. Das ist ein Buch, in dem es um Blumen und ihre Bedeutung geht. Es war Aaron, der mir dieses Veilchen gegeben hat. Also ich bin eigentlich nicht so fürs Lügen, deswegen wäre ich für A. Aber was sagt ihr? Was hat sie in der Hand? Ein Alpenveilchen. Ein Alpenveilchen aus dem Garten, das zertrampelt worden ist. Und ihr geht auch auf jeden Fall die ehrliche Schiene. Das gefällt mir. Wir bleiben aufrichtig. Wir sagen, dass es unsere Schuld war. Warum sollte Aaron ein Alpenveilchen mitnehmen? Und spätestens, wenn er ihn fragt, kommt das sowieso ans Licht. Ich bin in den Garten gegangen. Aber nur, um zu verstehen, was passiert ist. Und um euch zu beweisen, dass ich unschuldig bin. Ich biss mir auf die Unterlippe. War das wirklich die richtige Entscheidung? Wie bitte? Ich hatte euch doch ausdrücklich verboten, dorthin... Ich hatte euch doch... Jetzt geht's aber los hier. Aufstoßen. Entschuldigung. Ich hatte euch doch ausdrücklich verboten, dorthin zu gehen. Ich weiß. Es tut mir leid, dass ich euer Verbot missachtet habe. Aber ich wollte wissen, wessen ihr mich beschuldigt. Mir ist aufgefallen, wie sehr euch das zu schaffen macht. Und ich wollte mich verteidigen und euch beweisen, dass ich anders bin, als ihr denkt. Ihr seid unmöglich! Ich habe mich klar ausgedrückt und erwartet, dass das auch respektiert wird. Daran zweifle ich auch nicht, aber wie ihr selbst schon gesagt habt, war ich dort nicht umsonst. Wenigstens konnte ich die Situation so ein bisschen besser verstehen. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Buch gelesen habe, um zu wissen, was diese Blume für euch bedeuten könnte. Es tut mir unendlich leid, dass euer Alpenveilchen zerstört worden ist. Ihr verbindet damit sicherlich jemanden, der euch sehr viel bedeutet, oder? Frühere Geliebte. Innerhalb eines Augenblicks schlug Wladimirs Stimmung vollkommen um. Ganz so, als ob der Satz, den ich eben gesagt hatte, alles zuvor Gesagte ausradiert hätte. Und plötzlich verstand ich, dass eine Grenze überschritten worden war. Eine Grenze, von der ich nicht wusste, dass es sie gab. Und die Situation mit einem Mal änderte. Der Blick des Vampirs verdunkelte sich, sein Kiefer begann zu knirschen und seine Hände ballten sich zu Fäusten. Ich schloss meine Arme um das Buch wie um ein Schutzschild. Mein Gott, warum hatte ich nur dieses persönliche Thema angesprochen? Verstecken! Renn in den Schrank! Ja, genau. Sprecht nie wieder davon. Nie wieder! Schritt für Schritt verringerte Wladimir den Abstand zwischen uns. Ich wich unbewusst zurück, das Buch immer noch gegen meine Brust gedrückt, bis ich plötzlich gegen etwas stieß. Mein Rücken klebte an der Wand. Hört auf, mich so anzusehen, ihr macht mir Angst! Zu meiner Überraschung löste meine Bemerkung ein so kaltes und sarkastisches Gelächter aus, dass ich spürte, wie sich mir der Magen umdrehte. Es war das Lachen eines Mannes, der sich wenig um den seelischen Zustand der Person kümmerte, die vor ihm stand. Mach ich euch Angst? Das will ich doch hoffen. Denkt ihr etwa, ich bin so leicht zu besänftigen wie die Menschen? Ich bin ein Vampir. Ein Vampir, der sich dazu entschlossen hat, euch zu retten. Was mir das Recht gibt, bestimmte Dinge einzufordern. Und euch nicht das Geringste. Und noch weniger, wenn es um die Geheimnisse meiner Existenz geht. Ich spürte, wie seine Haare meine Haut entlang strichen und mein Gesicht und meine Schulter streiften, während er sich über meinen Hals beugte. Mein Körper war erstarrt und gegen die Wand gepresst und meine Hände waren in einem festen Griff gefangen. Wladimirs Atem streifte meinen Hals, meine Brust und meinen Nacken.
Es war ein warmer Hauch, der ein solches Brennen auf meiner Haut auslöste, dass ich fast das Gefühl hatte, seine Lippen seien so nah wie der Biss, vor dem ich mich so sehr fürchtete. Hau ihm das Buch auf den Schädel! Verhau ihn! Beiß zu! Ihr seid so süß, echt! Tut mir leid, Vlad, aber wir können nicht riechen, dass es mit Miss Herzlos nicht geklappt hat. Wurde Wladimirs Herz gebrochen? Ja, das ist halt die Frage, ne? Das werden wir auf jeden Fall in Zukunft noch weiter herausfinden und ich freue mich schon sehr darauf. Meine Beine zitterten, gaben nach und mein ganzer Körper war wie gelähmt. Ich war nichts weiter mehr als eine verletzliche Kreatur in den Klauen eines Raubtiers der Nacht, gegen das ich mich nicht wehren konnte. Etwas derartiges hatte ich noch nie erlebt. Ich war immer kämpferisch und entschlossen gewesen. Doch mein Verstand in mir schrie, dass ich nicht kämpfen konnte. Dass ich unter der Kontrolle von etwas stand, das sehr viel mächtiger war als ich. Und all diese widersprüchlichen Gefühle formten sich zu einer Orientierungslosigkeit zwischen Furcht und Angst. Beigemengt mit dem lähmenden Gefühl der Hilflosigkeit, das ich mir unter dem brennenden Adrenalin auferlegte. Doch dann öffneten sich seine Lippen plötzlich und seine Hände wanderten langsam meine Arme hinauf. Selbst wenn ich mich benebelt fühlte und die Augen immer noch vor Angst geschlossen hatte, bekam ich eine Gänsehaut, als das Raubtier mich streifte. Ich spürte nun seine Hand auf meiner Schulter. Seine Lippen fuhren langsam und sanft meine Armbeuge entlang, meinen Ellenbogen, bis zu der fein, hauchzarten Haut meines Handgelenks. Er nahm es zwischen seine Hände und führte es zu seinem Gesicht. Mein Handrücken streifte sein blondes Haar. Es fühlte sich beinahe an wie ein sanftes Streicheln. Doch der eiskalte Blick, der sich unter seinem goldenen Haar verbarg, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ihr gehört mir. Ihr seid meine Blutmagd. Seine Zähne bohrten sich zielsicher in meine Haut. Ich schrie kurz auf, während seine langen, spitzen Zähne sich in das weiche Fleisch meines Handgelenks gruben. Das Blut begann zu strömen und seine warmen Lippen saugten es auf. Langsam und schmerzvoll. Ich spürte, wie mir ein eiskalter Schauer den Rücken hinunterlief und mein Gesicht und meine Hände zu zittern begannen. Das Adrenalin hingegen brannte unter meiner Haut. Wladimirs schwarze Augen ließen nicht von mir ab. Seine Hand schloss sich noch fester um meine Schulter und zog mich an ihn heran. Kraftlos durch das Blut und Leben, das man mir aus meinem Körper sog, war ich Wladimir plötzlich so nah. Er hatte seinen Arm komplett um meine Taille gelegt und mein Körper war an den seinen gedrückt. Als ich schließlich aufsah, befand sich mein Handgelenk fast auf der Höhe meiner Wange. Und Wladimir blickte mir tief in die Augen. Wie eine Nadel zog er seine Zähne aus meiner Haut. Von den Lippen des Vampirs tropfte noch immer Blut. Wisst ihr, von nun an sind euer Blut, eure Existenz vollkommen in meinem Besitz. Und als Blutmagd eines Vampirs ist es eure Lebensaufgabe, mich mit eurem Blut zu speisen. Und wir haben das Bild bekommen. Tada! Leute, alles richtig gemacht. Dezent besitzergreifend. So ein bisschen. Nur so ein bisschen. Kriegt Flashbacks dazu, wie Laefdin sich letztens im Kerker verhalten hatte. Ja, da hast du leider recht. Dezent? Wladimir, aus! Zumindest haben wir damit das Kapitel beendet. Und ich glaube nicht, dass ich Kapitel 2 jetzt spielen möchte, denn wir sind halt wirklich schon 2 Stunden live. 2 Stunden! Wladimir ist sicherlich nicht der leichteste Typ, aber es macht mir auch sehr viel Spaß, ihn näher kennenzulernen. Ich glaube, das war ein ziemlich gutes Kapitel. Also, man hat so ein bisschen die Leute kennengelernt, wir haben Raphael kennengelernt. Wir haben eine Runde DVD. Nein, jetzt nicht mehr. Vito wartet, glaube ich, auch gleich schon mit dem Essen. Mädchen ist so schön. Das muss ich auch sagen. Oh, oh. Jetzt seid ihr schon gespoilert, weil ich halt schon weitergespielt habe, aber es ist halt echt ein irrsinnig schönes Bild, ne?
generell die Bilder. Mir gefällt der Stil sehr, sehr gut. Schon so lange, kommt mir gar nicht so lang vor. Ja, es ist gruselig, ne? Was gibt's denn zu essen? Es gibt Gemüse-Hackpfanne mit ganz viel Gewürzen und sehr, sehr gesund. Am Anfang habe ich gedacht, dass ich es gar nicht bekommen habe. Ja, also ich glaube, in den ersten Kapiteln ist es auch noch relativ leicht. Ich habe bisher gehört, dass es in Kapitel 5 am schwersten sein soll. Ich werde beim nächsten Mal wieder dabei sein. Genau, jetzt ist halt die Frage, wann machen wir denn das nächste Mal? Wollen wir wirklich eine Woche warten? Wollen wir wirklich eine Woche warten? Ja, weil... Oh, zeig die Bilder mal. Ich hab's in Kapitel 5 bekommen. Okay, alles klar. Keine Woche warten. Nein. Eine Woche halte ich nicht aus. Morgen? Mittwoch? Unter der Woche ist halt doof. Ja, das ist es halt. Das ist für viele richtig dämlich, wenn wir das halt unter der Woche machen. Ja, ob das Bild nicht gezeigt wird. Ja, wollt ihr die Bilder mal sehen? Heute! Aber ich wollte doch gleich was essen. Und mit Vito noch den Abend ein bisschen verbringen. Ja. Spoiler! Genau, also für die Leute, die Bilder jetzt nicht sehen wollen, die machen kurz die Augen zu. Ich zeig die einmal ganz kurz. Das wäre Kapitel 2. Auch eine sehr, sehr süße, rührende Geschichte, wie man zu diesem Bild kommt. Morgen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Du darfst nebenbei essen. Wie soll ich denn vorlesen, wenn ich den Mund voller Essen habe? Ihr seid ja süß, ne? So, das ist Kapitel 3. Ist auch so ein unglaublich schönes Bild, ne? Das ist so, so schön. Kapitel 3 ist sehr schön. Auch die Szene, in der sie entsteht, sehe ich genauso, Isomir. Wir wollen dich nicht von deinem Vito fernhalten. Die Farben sind schön, sehe ich genauso. Und das hier ist Kapitel 4. Und auch da wieder ganz andere Farben. Es ist halt so innig und so. Also es sind wirklich ganz, ganz tolle Bilder. Muss man schon sagen. Alle ganz, ganz großartig. Oh nein, jetzt ist Lia hier da und jetzt mache ich gleich Feierabend. Wow. Ja, oder? Die Bilder sind der Hammer. Billiard habe ich noch gar nicht gespielt, weil ich seine Art irgendwie ganz anstrengend fand. Aber ich werde mit euch trotzdem die Billiard-Route spielen, wenn wir mit Wladimir durch sind. Das habe ich mir auf jeden Fall schon vorgenommen. Dann schreib mal weiter, Keksi. Okay, ich streame ja sowieso immer Dienstag vormittags. Da mache ich meistens Dead by Daylight. Und donnerstags oder freitags. Jetzt würde ich euch anbieten, dass wir Kapitel 2 am Freitag weiterspielen und Kapitel 3 dann am Sonntag. Den Link kann ich noch gar nicht senden, höchstens den Link für Discord. Genau. Das wäre jetzt der für Discord, weil ich muss jetzt erstmal den Stream gleich runterladen, dann ganz schnell das Video löschen, damit Bmove mir jetzt nicht irgendwie den Twitch-Kanal sperrt, weil da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und da muss ich es erstmal hochladen und in privat und dann gucken wir mal. Dann werde ich Schrotti darum bitten, dass er bei Discord nochmal ein extra Dings macht. Das ist auch eine gute Idee. Ja, dann machen wir das so. Dann machen wir das auf privat und dann schicke ich euch einfach den Link und guck mal, ob das so funktioniert. Um wie viel Uhr am Freitag? Abends irgendwann. Also wieder so 17:30, 18 Uhr irgendwie. Ich glaube, dann sind die meisten auch da. Ich hab mich so beeilt. Sorry, Lilie. Genau. Aber das würde ich dann auf jeden Fall auch noch mal bei YouTube reinschreiben. Und ansonsten immer die Glocke anhaben. Und streamen werde ich definitiv auch immer dienstags. Also dienstags ist sowieso immer mein Tag, dass ich vormittags oder mittags dann noch mal Dead by Daylight spiele. Und ja, dann eben entweder donnerstags oder freitags. Ab 18 Uhr bin ich weg. Oh nee. Aber man kann es natürlich leider nicht allen recht machen. Ja, das wäre blöd, wenn Bmove das macht. Genau das. Und deswegen hätte ich halt echt gesagt, entweder, dass wir das dann Freitagabend machen mit Kapitel 2 und dass wir dann am Sonntag Kapitel 3 spielen. Dienstags meistens so ab 2.
Dienstags bin ich meistens so ab 2 zu Hause und dann setze ich mich meistens direkt dran und spiele ein bisschen DBD. Genau, und denk dran, wir wissen alle von nichts. Oh nein, ich dachte, ich bekomme noch was mit. Sorry, Doro. Und hallo, Mandarinchen. Ja, jetzt kommst du hier zum Streamende. Wovon sollen wir nichts wissen? Ja, genau, richtig. Was? Was haben wir besprochen? Was haben wir heute gespielt? Wir haben heute etwas Interessantes gespielt. Ich musste halt auch so lachen, weil auf YouTube hatte ich ja in der Community-Funktion so angegeben von wegen, ja, wir spielen halt so Sonntag Otome. Und dann war da halt diese eine Nachricht von wegen, kannst du nicht Moonlight Lovers im Stream spielen? Und ich dachte so, scheiße, wie reagierst du denn da jetzt drauf? Du kannst ja schlecht schreiben so, ey, wir spielen doch Moonlight Lovers, weil dann wäre halt B-Move direkt so, ding, da passiert irgendwas, das ist nicht gut. Wir haben heute irgendwas gespielt. Genau, wir haben irgendwas gespielt. Richtig. Und das war mir einfach so unglaublich unangenehm, weil ich konnte ja schlecht schreiben von wegen, ja Mensch, das machen wir doch. Komm doch dazu. Das war so, shit, wie machst du das jetzt? Ich meine, ihr seid alle eingeweiht. Heute war wie immer DBD. Wir haben eine Doku über Vito geguckt. Die Schnabeltier-Show. Ja, ja, genau. Ich suche dich eine Stunde und dann verpasse ich alles. Wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall gleich nach dem Stream direkt erstmal runterladen und dann hochladen auf YouTube in privat, damit mir das keiner irgendwie ans Bein pinkeln kann, etc. Ansonsten, ich werde, denke ich mal, bei Discord auf jeden Fall einen Link reinposten, wenn Schrotti mir da was eingerichtet hat. Und ansonsten könnt ihr mich auch hier privat anschreiben bei Twitch. Wenn ihr nochmal sagt, hier, ich habe das und das verpasst, schickt mir bitte den Link nochmal zu. Dann mache ich das. Coole Runde DBD. Mega gut gespielt. Ich bin so sad. Olivia, beim nächsten Mal bist du bestimmt dabei. Sag einfach, dass du irgendein anderes Spiel streamst. Genau, genau. Ja, aber dann denkt ihr das ja auch. Deswegen, ich bleib dabei. Überraschung mit Vanillepudding ist wie immer Wladimir. Und für Billard müssen wir uns noch irgendwas überlegen. Wieso schickst du das Video nicht einfach in Discord? Das wäre auch eine Option, Josie. Das können wir machen. DBD war so geil! Finde ich auch. Ich habe noch nie so viele Zuschauer bei DBD gehabt. Danke, dass ihr alle dabei wart. Oh. Kannst du ein anderes Bild machen für die, die noch die Augen zu haben? Entschuldigung! Entschuldigung. Okay, Entschuldigung. Ja, jetzt. Ihr dürft wieder aufmachen. DVD. Hateful Boyfriend. Oh ja, das wollte ich noch wissen, wie das mit der Taube heißt. Das klingt nämlich sehr, sehr interessant. Wo man eine Taube daten kann. Das klingt verdammt gruselig. Ich habe kein Discord. Ja, genau, deswegen. Dann schreibt mich einfach nochmal privat an. Es dauert jetzt natürlich eine Zeit, bis ich es runtergeladen habe, bis es hochgeladen ist und so weiter. Also heute wird es bestimmt nichts, eher morgen. Brombeer- und Blaubeerkuchen. Ja, das ist auch eine Idee. Das ist gut. Roms auch empfehlen für alle, die was suchen. Oh, das klingt auch gut. Das Traumtaubenspiel klingt auch gut für einen Stream. Es klingt vor allem gruselig. So von wegen, hey, Otome, und wir klären uns eine Taube. Geiler Scheiß. Stimmt! Leute, dann können wir auch Is It Love spielen. Dann können wir auch Is It Love spielen. Oh mein Gott. Oh, Lilie. Danke. Kann ich noch eine Zusammenfassung haben? Klar, Mandarinchen. Pass auf. Wir wurden von Wladimir gebissen. Wir wurden zu seiner Blutmagd gemacht. Was es genau heißt, wissen wir noch nicht. Wir haben mit Raphael gesprochen und wir haben mit Aaron gesprochen. Die wollten uns allerdings jetzt nicht genau sagen, was das bedeutet. Dann wurde der Garten von Wladimir zerstört und er hat uns dafür verantwortlich gemacht. Er ist halt total eskaliert und so weiter. Da sind wohl auch Blumen bei gewesen, Alpenveilchen, die eine besondere Bedeutung für ihn persönlich haben, was ihn dann natürlich emotional sehr getroffen hat.
Und ja, am Ende hat sich herausgestellt, okay, er glaubt uns, dass wir es nicht waren, fand es aber nicht gut, dass wir in den Garten gegangen sind, weil er ist so ein bisschen besitzergreifend und er gibt uns sehr, sehr viele Befehle. Er macht gerade einen auf Obermacker und hat uns verboten, überhaupt in den Garten reinzugehen. Wir haben uns dem widersetzt. Er war böse auf uns, hat uns gebissen. Ende. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Er hat aber offensichtlich ein Herz. Ich habe meine Mom so genervt und jetzt ist rum. Sorry, Lilie, es tut mir echt leid, aber du kriegst es auf jeden Fall noch. Aber ich gehe jetzt mal wieder Sweet Amoris gucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Alles klar, Chimara. Danke, dass du da warst. Und ich würde auch sagen, wir machen jetzt Feierabend. Wir können einmal ganz kurz gucken, ob ich euch noch einmal irgendwo, upsala, weiterleite. Zu irgendjemandem weiterleite. Boah, doppelte ich. Doppeltes Ich. Das ist gruselig. Zu irgendjemandem. Wisst ihr was? Ich schicke euch jetzt nochmal zu Paul rüber, denn der spielt gerade Witcher. Einfach nur kurz Hallo sagen, einmal ganz fix Moin, weil ich habe echt Hunger und Vito wartet garantiert auch schon auf mich. Und ich weiß noch nicht genau, wann wir weiterspielen, eventuell Freitag. Ich werde das Ganze runterziehen und dann können wir weiter gucken. Genau. Gute Nacht, ihr Lieben. Danke, dass ihr alle da wart. Der Support heute war wieder bombastisch. Ich habe, wie gesagt, noch nie so viele Zuschauer so konstant gehabt und ich freue mich echt total. Auch die Chat-Aktivität war großartig. Also ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft gut, träumt süß und dann schicke ich euch jetzt einmal ganz fix zu Aldi weiter. Ihr müsst auch nicht unbedingt da bleiben, einmal kurz Hi sagen. Der freut sich da tierisch drüber, wenn Leute bei ihm sind. Und Witcher ist tendenziell ein großartiges Spiel. Und genau, dann schicke ich euch einmal rüber. Gute Nacht euch allen, schlaft gut, träumt süß und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.